Meine Damen und Herren, zur 42. Ausgabe vom Plankenschnack mit äh, folgenden Gesichtern. Oh Gott, wir haben den Meme-Meister anwesend heute, Leute. Ich glaube, es gibt ein Meme nach dem anderen. Wir heute seriös unterwegs, keine Sorge. Äh, ich ich habe Meme. Wenn man zu einer renommierten Talkshow eingeladen wird, dann hat man sich auch zu benehmen. Hey, ho, 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 jetzt auch. Das machst du bei Ars auch nicht. Wenn Hat ich da ja einen Podcast mache, dann ist der meistens seriös. Das ist zumindest meine Empfindung. <lacht> <lacht> meistens, siehst du das anders? Ich benehme mich meistens, wenn du dabei bist. Filmann, es freut mich dich zu sehen. Hi. Hi, was geht Ich habe mich sehr gefreut über diese Einladung heute Abend hier zu sein. Filmann, ich habe mich wirklich in der Tat sehr gefreut, dass du zugesagt hast. Und äh, ich würde dir jetzt ganz kurz mal Imaginär das Mikrofon übergeben. Nimm es und stell dich doch mal vor. Wer bist du und was machst du hier? Hey, was geht ab? Mein Name ist Phil. Ich bin süß, 22 Jahre alt, auch wenn das Internet was anderes sagt. Ich habe ungefähr jeden Tag Geburtstag und ansonsten streame ich in meiner Freizeit ein bisschen Variety auf Twitch. Und ich bin Meister der Memes. Zumindest wird mir das nachgesagt. Das würde ich von mir selber natürlich nie behaupten, weil das wäre abgehoben und arrogant. Aber hast du dich nicht zum Streamer des Jahres gekürzt, 2016? Oh, du, gut, dass du das sagst. Da liegt ja jetzt mein Pulli noch hier, den habe ich heute. Da muss ich den direkt eigentlich anziehen, so da liegt ja noch. Der Pulli hier? Übrigens, alles Gute zum Geburt. Ach nee, Er kann mich ja nicht hören. Außerdem habe ich mich nicht selber gekrönt, sondern das war Stay. Tim, ah, da ist er. Wird runtergefallen. Aber vielleicht, äh, Phil. Phil, vielleicht nimmst du dir kurz mal einen Moment und klärst mal die Leute überhaupt auf, was ein Meme ist, weil ich glaube, wir werden das ein oder andere Mal heute dieses Wort hören. Ähm, ich glaube, ein Meme ist ein Running Gag im Internet, der seine Referenzebene auf dem Internet hat. Das ist eigentlich schon alles. Das, was, was du früher als Scherz mit deinen Kumpels gemacht hast, das ist jetzt das, was im Internet ein, eine Meme ist. Willst du dir jetzt sagen, ich bin alt? N Nein. Okay, bist, danke. Mich hast du schon so ein bisschen Vaterfigur, so weil wir die Altersspanne zwischen uns ist Hallo, schon hallo, nicht hallo, 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 hallo. Stay ist dein Vater. Lass meinen Vater da aus dem Spiel bitte. Ich suche mir den Vater, der mir Aufmerksamkeit gibt. Das ist mir relativ egal. <laughs> hey, Manchmal hey, ist du Stay, manchmal jemand anders. Hey, kommt runter, das ist doch so alles gut. Ich mag, ich mag euch beide nicht. Von daher ist das doch okay. Sali. Ja, Sally. das bin ich. <laughs> das bin ich. Wie wart Wie ist es? Na? Wie wart Alles gut? Ich freue mich da zu sein. Es ist eigentlich ein bisschen kühler geworden. War es bei euch auch so warm? Wir hatten fast 30 Grad hier. Also ich habe richtig Krawall hier. Krawall? Ja, es ist warm. Ach so, ja, es ist, es ist warm. Also, ich finde es ist für Frühling also schon verdammt warm, ne? Ja. Ja. Nee, alles schön. Schön da zu sein. Schön, dass Phil, Phil, Phil da ist. Hi, Slappy, und du so? Ja, <laughs> mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Läuft. Muss, ne? Wir kommen <laughs> gut Jetzt rein heute. Wir, ja. kommen, wir, wir kommen sehr gut rein. rein. Äh, heute ist der 42. Plankenschnack und am Donnerstag ist Towel Day. Bei mir ist es übrigens auch warm. Ich habe vor einer Minute einen Pulli angezogen und bereue es jetzt. Das, <laughs> das denke ist... ich mir. Du kannst ihn auch wieder ausziehen, Phil. Nee, das war schon unangenehm lange, diesen Pulli anzuziehen. Ich will gar nicht wissen, wie lange das dauert, diesen Pulli auszuziehen. Ich lasse den jetzt einfach an. Wenn ich anfange, rot zu werden und um zu schwitzen, dann weiß <laughs> jeder, was Phase <war's>. ist. <laughs> selber schuld. Nimm den Pulli an. Sollen, wir, sollen ja. wir vielleicht kurz eine Pause machen? Ich meine, wir sind ja nur schon 30 <laughs> Minuten drin. <laughs> Ja, Vielleicht, ja, wir, ja, ne? wir können ja eine Peewee-Pause machen für dich, Phil. Nein, ich bin nicht bereit. Okay. Guck mal, wie das Gesicht schon rot wird. Fängt schon an. <laughs> an. <laughs> Setzt sich sehr gut ab von der grünen Wand. Das ist schon. Man muss Kontraste setzen. Mhm. Ich habe erst gedacht, du fängst jetzt das Greenscreen an, aber das war doch nicht so. Mhm. Aber man kann tatsächlich äh, dieses Ding rauskehen. Ja? Das hat schon für einige gute Memes gesorgt. <laughs> Insider. Insider du brauchst, Branding du brauchst Memes nicht ja in Branding Anführungsstriche setzen. Du kannst das rauslassen. Okay, alles klar. L ja, ich dachte, dich wir, haben aus. Jetzt, wir haben jetzt den Grundstein gelegt. Das sollte jeder verstehen, was ich sage. Leute haben auch schon auf Twitter angemerkt, sie werden sich jetzt erstmal ein Wörterbuch aufmachen, weil ich zu Gast bin. Wegen Anglizismen wahrscheinlich und wegen Jugendsprache. Aber hey, ich rede auch manchmal mit Leuten, die nicht im Internet sind, zum Beispiel Dozenten an meiner Uni und die ich möchte ja auch, dass die mich verstehen, deswegen, ich habe das schon drauf, so zu sprechen, dass normale Leute mir folgen können. Manchmal, wenn ich möchte. Das sah in dem Stream anders aus, als ich dich herausforderte. Von was redest du? Erzähl mal, ich erinnere mich gar nicht mehr. Ich, ich, ich? glaube, ich hatte dich im Podcast herausgefordert, ein Stream ohne Anglizismen zu machen. Wie viel musstest du nochmal äh, an eine, eine gemeinnützige äh, Organisation spenden? Also, ich kriege immer noch Briefe von Ärzte ohne Grenzen, die haben sich sehr gefreut, dass sie 1020 Euro überwiesen bekommen 10 <laughs> Euro pro Anglizismus, ne? <laughs> aber ich glaube, 250 Euro davon waren auch von dir. Also, war jetzt nicht ganz so schlimm, wie es aussieht, aber. Wow! Ja. Ich habe deinen Rücken, habe ich dir auch gesagt. Dass du dann natürlich so äh, ins Fettnäpfchen trittst, das war natürlich ein bisschen schwer, ja? Dann, also, damit ja. kann ich ja nur wirklich nicht äh, rechnen. Wie das ist eine formidable Echtzeitübertragung, muss ich tatsächlich sagen. Ich hoffe sehr, dass da jetzt einige Brunnen stehen oder so. Ich weiß ja nicht, vielleicht auch einige Kinder geheilt werden. Ich, ich habe meinen Teil zur Gesellschaft beigetragen. Hm. Ist okay. Wie ist das eigentlich mit November? Bist du dabei dieses Jahr oder? Man muss den kompletten Bart wegmachen, ja. ne? Not gonna happen. Was? Du weißt, also pass auf, das Ding ist, du ich weißt nicht, wie es drunter ich... aussieht, ich auch nicht. Ich habe es aber schon hinter mir. Also, ich, ich habe ich hab schon blank gezogen, mehrere Male. Du musst, weißt du, wenn du irgendwann erwachsen bist, ja, du bist ja jetzt noch so ein kleines Küken, <laughs> dann, hast du auch mal, dann hast du auch mal Eier aus Stahl, weißt du? Und jetzt gerade. Ja, ich ich, ich weiß höre, hör, weißt du, wir sind, im, wir sind noch nicht mal im November und das, ich frag dich nur ganz nett. <laughs> ich habe seit drei Jahren nicht gesehen, was da drunter ist und ich weiß, wenn ich. Wenn ich hinfasse, bis, bis hier ist Doppelkinn so. Deswegen tut dieser Bart <laughs> auf jeden Fall eigentlich ganz <laughs> gut. Der bleibt auf jeden Fall da, Mann. Ach, Endlich, vielleicht Doppelkinn. hast du ja ein Feuchtbiotop für äh, Insekten gezüchtet. Unter dem Bart. Ja, sicher. Ich weiß nicht, ob du das weißt, wie das ist, mit Übergewicht zu leben, aber du hast ja viele Stellen am Körper, die ja. das mal feucht werden. Ja, ja. Also, aber ich glaube, der Bart saugt das ganz gut auf. Bisher ist er eigentlich ganz gut im Kinn. Filmann, ich glaube, wir müssen mal geht GTA ein Geschäft machen. Ich brauche nämlich ein paar Haare. Hey, pass auf, ich setze mich jetzt daran, mich zu whitelisten. Ich komme in drei Wochen dann, und dann können wir zusammen spielen. Ich muss, da, ich muss da was importieren. Das wäre mit dir am besten, weil ich habe nämlich Ärger gekriegt, dass ich äh, Haare importiere, die, äh, naja, die wohl nicht regelkonform sind. Aber gut, das ist, ist ja kein Problem, nicht? Was geht denn da ja, ab? Ich hab ich gehört, RP geht momentan richtig gut auf Twitch. GTA-RP. Ich, ich wollte gerade sagen, Phil, du kriegst ja, bestimmt ja. auch eine extra Wurst. Also, du meinst, ich keine direkt drei direkt warten. Ja, ja. Das machen wir so einen eigenen Server. Kannst du bestimmt ein bisschen Reichweite geiern? <laughs> bestimmt. Oh, hier wird hart, hier wird hart geschossen. Mhm. Ich habe ein Handtuch auf. Ich kann jederzeit flüchten. Um. Um. Ja, GDA ist in aller Munde, habe ich das Gefühl, oder? Also es ist. Ähm es ist der Wahnsinn. Es ist wirklich der Wahnsinn, was da momentan los ist. Das ist äh, wow. Und das schlägt ein und die Leute lieben es und es ist wow. Finde ich toll. Finde das super. Vor allem leben jetzt auch einfach Leute auf Twitch. Ich, ich habe keinen Tag gesehen in den letzten paar Tagen, wo ich Stay nicht online gesehen habe, wenn ich auf Twitch war. <laughs> so. Normalerweise streamt er morgens, aber da gibt es ja auch ey, Leute, die echtes Leben haben. Das heißt, er streamt auch abends und dann ach, zwischendrin Pause machen. Warum eigentlich? Hat er gestern irgendwie dann noch um 0 Uhr irgendwann mal nochmal gestreamt abends? Er lebt einfach auf diesem Server, glaube ich. Herr Lensch lebt äh, Stay. Entschuldigung, genau. Herr Lensch lebt Stay, ja. Ja, es ist sehr extrem. Also, ich kann das nur bestätigen. Ich habe, glaube ich, äh also so grob würde ich sagen, die Woche war, war locker mal ein Hunderter. Glaube ich. Jetzt. Bis hier. Also 100 Stunden. Das war schon, ja, das war Woche. schon nicht, ja. Hm. Normale Leute gehen 40 Stunden die Woche arbeiten, richtig? Richtig, ja. wir haben eine, eine doppelte Arbeitswoche in einer Woche gemacht. Der doppelte wäre 80 und dann nochmal 20 Stunden drauf. Na ja gut, anderthalb. Ah, das waren dann zweieinhalb Wochen. Da kann man mal machen. Es ist halt, äh, es geht gut nach vorne. Es macht Spaß, ja. Aber wieso ist es dann jetzt so, dass dieses Ding bei GTA so einschlägt? Ich meine, Roleplay war ja schon vor allem in der arma szene jetzt ein krasses Thema. Und wenn man sich halt mal jetzt die Zahlen anguckt. Ich habe gehört, in der Armas szene gehen die Zahlen ein bisschen runter und GTA ist halt super präsent. Wie kann man sich sowas erklären? Wahnsinn, ne? Es ist was Neues. Mehr Möglichkeiten bei GTA, oder? Uh, ich glaube, es ist einfach die Art, wie jetzt gerade das Roleplay ausgelebt wird. Es ist anders, nicht wahr? Es ist anders also so als Roleplay-Leihe ist das mal ganz interessant zu hören. Es ist schon anders, oder? Ja, ich sag mal, Leute, die jetzt dort spielen, äh, ziehen ihre Charaktere anders auf. Es ist so, ich sag mal, früher war das so von Geschehen ins Geschehen, habe ich das Gefühl, und jetzt ist es so so ein fortlaufendes Ding. Und äh, da gibt's Charaktere, die relativ populär sind, sage ich jetzt mal, und die haben halt so ein ein kontinuierliches Ding, die erzählen halt eine Geschichte. Und äh, ich bin mir nicht sicher, aber bei Arma ist das nicht wirklich so der Fall. Und äh, natürlich kommt noch mit dazu, dass es, es ist A neu ähm, GTA bietet äh, in meinen Augen mehr Möglichkeiten. Also, wenn ich mir jetzt mal nur, nur rein den Vergleich von einer Map äh, ansehe, äh, Tanoa ist zum Beispiel ja eine, eine Dschungel-Map. Hm. Äh, ja, kann man machen, aber jetzt Vergleich zu Los Santos zum Beispiel ist halt eine Riesenstadt und ich finde da passt das halt da du hast halt na ja wie soll ich sagen du hast halt zum Beispiel mehrere äh, Apartments was äh, die, die, wie heißt das denn äh, Departments wenn du jetzt Polizei hast du so in der Stadt du hast auf dem Land Polizei und da ist FBI und alles mögliche Krimskrams und es ist äh, es ist bei weitem nicht so stabil würde ich sagen also es hat noch seine Macken Oh, und du stürzt auch regelmäßig ab und es gibt auch Probleme, aber trotzdem bietet dir das Spiel an sich per se mehr Möglichkeiten, glaube ich, als, als Armer. Würde ich jetzt persönlich sagen. Und so habe ich das Gefühl. Aber ich muss dazu auch sagen, ich bin bei Altes Live ausgestiegen vor drei Jahren. Und das ist das, was ich jetzt sage. Und für mich ist das Roleplay einfach was anderes. Es ist einfach komplexer, fortlaufender und mh, ich habe so das Gefühl, Leute geben sich mehr Mühe. Finde ich. Ist, ist denn auch. die gesamte GTA-Map auch wirklich ja. in dem ja. Roleplay mit ja. drin? Und die wird auch tatsächlich benutzt, weil immer, wenn ich bei euch reingucke, ich sehe immer nur das, das ähm, Polizeipräsidium, die Tankstelle <laughs> und den Flughafen. So. Ja. Mehr, auf dem Land habe ich, glaube ich, tatsächlich noch nichts gesehen. Ähm, ja, da spielen sich andere, äh, andere Szenarien ab. Da sind viele, viele Rockers sind, glaube ich, da draußen auf dem Land. Mhm. Und oben mehr so in diesem nördlichen Bereich sind mehr so die illegalen Sachen. Und da geht auch die Post ab. Aber das hat halt viel, sage ich mal, mit Farm zu tun. Und in der Stadt selber per se ist halt so, da ist halt Polizei, da ist das Gericht und da sind die, die, die Treffpunkte, da ist der Klamottenladen und so. Und deswegen äh, trifft sich die das live. immer... Genau. Downtown. Ja, so ungefähr, ja. Das ist Downtown, das Land unter gerade. <laughs> die Geschichten spitzen sich zu, oder was? Also, ich sag mal so: Ich habe einen sehr bekannten Charakter auf dem Server heute getroffen, der sehr ja. bekannt dafür ist, dass er gerne mal die Stadt brennen sehen will und. Äh, ich sag mal so, mein Charakter war auch ziemlich gut in Stimmung heute und, äh, also ich sag mal, Expendables ist ein Scheiß gegen das, was wir jetzt machen wollen. Also es geht heiß her. Es geht wie heiß her. Was ist das her. eigentlich mit, mit Metagaming oder wie das heißt, ne, Da Da es ja diese Verbote. Könnte man das erstmal, erstmal äh, erklären? Was denn? Metagaming? Ich, ich habe Metagaming ja, nämlich geht's. erst vorgestern das erste Mal äh, gehört. Das Wort. Ja, genau darum geht quasi zu erklären, wie, wo, wo wie weit die Regeln gehen. Also Metagaming ist im Prinzip, das, was im RP passiert, äh, darf nicht theoretisch in anderen Chats zum Beispiel ähm, behandelt werden, glaube ich, habe ich so verstanden. Genau. Man darf in anderen Chats nicht teil äh, sagen, was du jetzt zum Beispiel planst. Äh, wenn du das dem deinem chat quasi sagst und solche Geschichten, dürfen wir uns jetzt eigentlich darüber unterhalten, hier in diesem Format? darüber, was du so planst ja, oder wäre ja. das schon zu weit? Nö, kann ich machen, es darf nur keiner verwenden. Okay. Und das ist immer so ein bisschen, also aktuell ist das so ein bisschen die, die, die Schwierigkeit, sag ich mal. Also Metagaming per se ist auch, wenn dir, äh, wenn dir jetzt jemand sagt, äh, das gibt es ja oft, Officer Lynch, also Stay ist dort. Und das darf ich nicht verwenden. Mhm. Das heißt alles, also selbst wenn ich morgens Stay sein, sein Stream gucke, darf ich das nicht verwenden. Ich weiß es, aber ich darf es im Spiel nicht anwenden. Mhm. Das heißt alles, was ich außerhalb meiner Rolle sehe und lese oder äh, oder visuell aufnehme, darf ich nicht benutzen. Und das ist äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ziemlich geil, weil du jedes Mal egal wen du triffst, du musst mit ihm irgendwas anfangen. Also wenn ich jetzt sage ich mal heute morgen zum Beispiel habe ich schon gesehen, was Day gemacht hat und ich wusste schon, worauf das hinausläuft. Aber ich musste, ich, ich dürfte jetzt nicht auf den Server gehen, ihn anrufen und sagen, ey Lensch, du bist ja jetzt nicht mehr bei der Polizei. Wollen wir zusammen was machen? Das geht nicht. Und das darfst du auch nicht forcieren, sonst ist das ein Grund, dass du rausfliegst. Und das ist auch gut so. Es gibt zwar Leute, die das machen und auch sehr offensichtlich, aber naja, die sind dann schneller weg, als sie gucken können. Das ist aber auch kompliziert, ne? Das ist schwierig. Ich meine, wenn man da so in der Materie drin ist und auch gerne auch mal bei anderen reinschaut und äh ich stelle mir das manchmal ein bisschen schwierig vor. Absolut nicht. Also, ich finde es nicht schwierig. Echt nicht? Nee. Aber ich habe ja, ich hab ja sehr, sagen wir mal, ein bisschen mehr Rollspielerfahrung. Für ich mich ist das egal. Ich wollte gerade sagen, du bist ja, wie lange hast du einmal im Rollspiel gespielt? Keine Ahnung, 500, 600 Stunden, glaube ich. Also schon ein bisschen. Hm. Ja. Aber es ADAC, ist oder? Ich war alles. Polizei, ADAC habe ich schon gemacht. ADAC. ja. Abschleppdienst, oder was? Ja. Ja. Da war so, ein, so eine Autoreparatur, hat schon mal eine Dreiviertelstunde gedauert. Ich habe gehört, das soll etwas sehr Gutes sein, wenn man so einen Job nimmt, wie zum Beispiel Polizist oder, oder ähm, 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 sanitär, sanitär, Sanitäter, <laughs> weil man zum Roleplay gerufen wird. Also für Streamer ist das definitiv gut, ja. Habe ich gehört. Aber ich sag weil mal, wenn man, wenn man sich Mühe gibt, dann. Also ich habe zum Beispiel jetzt Schuhe verkauft. Ich habe Badelage ja, ich, ich hab, verkauft. Ich habe Badelage hab verkauft. Ich habe nie ja. was gehört, was für Schuhe... Ich kenne gar keine Schuhe. Also ja ich, gut, wir müssen das. Du Ja genau. Du was? trägst so Seelen, ja. Ja klar. Ich habe ich hab Schuhe Mit verkauft. Den Socken dazu. Richtig. Sind, sind die so wie Schuhgätten? Nee. <laughs> Aber deswegen brauche ich Filme an sein Bad, weil ich, ich wurde angeklagt, dass äh, die Jackhaare, die ich benutze, äh, nicht, äh, die sollen wohl nicht so, so gut sein und ich kümmere mich nicht um meine Tiere, deswegen brauche ich Filme an seine äh, 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 so, so sein um Haare jetzt. Heißt es jetzt, dein Geschäft ist eingebrochen oder? Nee, mein, mein, mein Geschäft wurde ein bisschen forciert, sage ich mal. Von der, von der Presse. Also die Zeitung hat darüber geschrieben und die haben das so ein bisschen ausgehebelt. Jetzt muss ich da von der Straße ein wenig zurücktreten und äh, nun ja, die Geschäftswege gehen woanders hin. Ich sehe gerade dieses Emote dazu. Sehr Super, schön. oder? Ich habe es noch nicht gesehen vorher. Ja, aber inwiefern zwingt denn jetzt dieser Zeitungsartikel dich? Willst du darüber reden? oder ist das? Also, ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde ungern jetzt im Plankenschlag so viel über gta RP reden, weil, okay. äh, wenn die Leute schon hier sind, sollen sie auch mal was anderes kriegen. Yeah, yeah. Also, wir können das grob anreißen, aber ich würde es nicht gerne weiter ausfüllen. Es würde mich interessieren, weil ich ja, komme nicht du dazu. Kannst, du kannst fragen, ja. ja aber ich, wie viel. gesagt, ich beantworte es kurz und knapp, aber so, dass wir das in einer Viertelstunde weg haben. Mich interessiert das System dahinter. Ähm, da waren Zeitungsartikel. Ja. Und jetzt. Kommt dein Geschäft in Gefahr? Inwiefern? So ein Zeitungsartikel kann auch ignoriert werden in der realen Welt. Äh, ja, selbstverständlich. Aber es ist halt so, dass das auf der Straße die Runde machte, dass meine Schuhe halt nicht mehr die Qualität haben, die ich angepriesen habe. Mhm. Ich habe mir Zertifikate äh, organisiert, äh, die natürlich vorhanden sind, wo auch die Jacks unterschrieben haben mit ihrem Huf und äh, ich habe das halt sehr weit getrieben. Also ich habe jetzt wirklich Gewerbe angemeldet, ich habe Arbeitsverträge gemacht mit Menschen, dass diese Firma wirklich wasserdicht ist. Und äh, in der Straf der Straße hat es natürlich eine Runde gemacht und Leute haben Schuhe nicht mehr gekauft. Das heißt, ich muss mich natürlich darum kümmern, dass ich irgendwo anders wieder Geld herkriege. Okay. Ja. Und äh, das war, glaube ich, auch so forciert, weil die Hälfte des Servers hatte Badelatschen an, sag ich mal. Also ich habe mir wirklich so viel Mühe gegeben, dass wirklich fast jeder diese Latschen kaufen wollte. Ein Schuhmonopol. Sozusagen. Man wurde, man wurde mit Apple verglichen. Oha. Darf ich fragen, wie viele Leute so, so bei solchen Sachen eigentlich im Hintergrund sind und aufpassen? Die, weißt du, so, so The Watcher? Wie? Meinst du bei Twitch zu, zu sehr? Oder? Nein, nein, nein. nein. Achso, Admin, nein, nein, nein. Admins? Oh, scheiße, viele. Das sind viel zu ja? wenig, aber es sind so viele. Also, ganz ehrlich, das, das Team, was dahinter rotiert, leck mich am Arsch, ist das viel. Also, da sind über 1000 Leute gewitelistet. Äh, wenn ihr den, den Kalender aufmachen, du musst dich hier ja eintragen, dass du ein Gespräch kriegst. Der ist mhm. instant voll. Und dann wieder gleich zu. <laughs> also ich, ich weiß nicht, wie groß das Team ist, aber ich würde mal fast meinen, 30, 40 Leute oder so. Hm. Das ist beeindruckend. Mhm. Hört ihr um gut Und zu tun? Ist nur ein Server, ne? Ist nur einer, ja. Mit 230 Slots. Wissen das abends, wenn dann alle spielen wollen, ist dann voll und Warteschlange Rammel, oder läuft das? Rammelvoll. Also, Freitag und Samstag ist das Ding rammelvoll. Da kommst du, wenn du da, also manchmal ist es so, da, dadurch, dass es ja eine Alpha ist, schmiert das Spiel halt natürlich auch mal ab. Und dann sitzt du da und kannst auch gerne mal versuchen, 10 Minuten für eine Stunde zu connecten, bis eine rausfliegt. Aber das legt sich mal. Also, die Stoßzeit, sage ich mal, so 17, 18 Uhr bis 0 Uhr, da ist ordentlich Action, das mal Aber, ähm, Vielleicht ändert sich das nochmal. Weiß ich nicht, dass es noch größer wird. Und dann ist das schon ziemlich, äh, ziemlich nett. Wie ist das mit NPCs und sowas? Die gibt's gar nicht, ne? Nee, nur wo du einkaufen kannst. Also Autos, Klamotten, Echt? Essen, ja. Du kannst jeder, der da rumläuft, ist, ist eine, eine ja, Real-Person? Ja. Oh, das habe ich nicht gewusst. Da ist jeder real drin. Das unterscheidet sich ja so ein bisschen von dem, was die äh, Amis in GTA RP machen, ne? Weil genau. die haben ja glaube ich nur so Server, wo 20 Leute maximal hm. drauf spielen, ja. aber dafür wirklich mit NPCs und allem drum und dran. Genau. Ist das aber die gleiche Mod? Ja. Ah, okay. Das heißt, die nehmen die Ressourcen, die in Deutschland halt für mehr Spieler genommen werden und ja, stecken die in NPCs. Ist auch manchmal wäre vielleicht ganz ratsam, aber äh, ich glaube, das wird komplett in die Knie gehen, glaube ich, würde ich sagen, weil 230 Mann ist schon äh, ordentlich. Hat also, beides Vor- und Nachteile. Also, ich, wie gesagt, ich möchte eigentlich ungern noch mehr darüber reden, weil das ist halt, es ist so dominant und. Äh aber deshalb muss man, es ist ja, wir eben. sind ja dafür da, dass man solche aktiven Sachen und deshalb wollte ich das von ein bisschen, ich schaue es so gut wie gar nicht. Ja, kann ich verstehen. Das ist, ich, kaue, ich schaue ab und zu rein und, und äh, wenn man aber nicht äh, von Anfang an mit dabei ist, ist es am Anfang ein bisschen schwierig reinzukommen. Am besten, wenn, wenn ein Stream anfängt, okay? Ne, dann kommt man rein, aber wenn man so nach drei Stunden mal reinguckt und dann guckt so. Also es ist halt wirklich wie GZSZ oder irgendeine Serie. Und äh, die, die Akteure sind halt die Leute da drin. Und das ist wirklich voll abgefahren. Also, wie gesagt, das, was wir jetzt oder ja, der also Chat und ich jetzt gerade aus Sigi gemacht haben, ich spiel lentis äh, jemand von Kiez, habe 20 Jahre auf dem Kiez gearbeitet. Äh, bin sehr leicht mit der Fäuste, also ich schlage sehr gerne Leute, wenn die Faxen machen und bölke halt immer sehr laut rum. Und ich habe halt, äh, also es ist halt so, ich bin bei jedem. Wir, also es gibt da eine Mafia, dann gibt's das Kartell, die Rocker und allmählich. Es gibt so viele Fraktionen und äh, bei mir ist es so, ich bin halt überall drinne so. Ich kenne halt jeden, jeder wird respektiert und kann auf dieses Gelände raufgehen und das ist schon sehr interessant und äh, da entwickelt sich schon ein bisschen was. Also ich mache mir auch sehr viel Gedanken, was, was ich mache ähm, und und steck da auch wirklich sehr viel Liebe und Zeit in die Rolle und äh, es ist schon sehr sehr abgefahren, was da das abgeht. Das merkt man. Also es ist halt auch interessant zu sehen, dass eben ähm, Leute, die eben vorher gar nichts damit zu tun hatten oder so, jetzt eben auch versuchen, ähm, da da einzusteigen, da ein bisschen mitzumischen und so. Ich finde das sehr interessant, von von außen zu beobachten. Es ist innerhalb von drei Wochen, geht das jetzt, glaube ich, ja. ist das explodiert. Mhm. Und das Wirklich. wird immer mehr. Manche, manche Streamer, die einfach mit, mit 300 Leuten so gesessen sind, die sitzen auf einmal mit 1.500, 1000, 2.000 Leuten da. Das ist so. Pff, ne? das und das ist dann halt auch interessant zu sehen, wenn, wenn sie sagen: Ja, du hast nicht so die, die Chancen und so. Und dann kommt so etwas und, und alle Karten werden neu gemischt. Das ist so ein Umschwung. Und das ist sehr interessant zu sehen. Das ist wirklich eine sehr, 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 sehr große Neumischung gerade. Ja. Das ist sehr interessant. Also, ich sag mal, GDA ist so neben den einschlägigen Titeln, ist das gerade der Platzhirsch, ja. Ja. Deswegen, wie gesagt, möchte ich halt nicht unbedingt noch weiter darüber reden, um das noch zu expandieren, weil jeder redet davon. Das ist wie in Los Santos, redet jeder über Sigi Letten, so reden wir halt die ganze Zeit über GDA. Deswegen, mir ist das ein bisschen unangenehm, weil ich habe durch, durch GDA einen, einen gewissen Zentrumsplatz eingenommen, würde ich mal meinen, mit Sigi und mhm. ich will den jetzt nicht außen in der realen Welt noch weiter dominieren so ich? Aber RP aber, überschwemmt so <laughs> aber ich will, aber du musst das auch für, weil ich habe äh, die ganze Woche mit Farben zu tun gehabt mhm. und eben gar keinen Berührungspunkt und darum ist das wirklich super interessant von so ein bisschen mal reinzuhören ne? also die, der, die Grundstruktur und das ganze mal äh, ganz kurz anzuleuchten und deshalb wirst du gerade ein bisschen ausgefragt ja wie gesagt ich habe da kein Problem wie viel Stefan Henschel steckt in Sigilentes wie viel Stefan Henschel steckt in Sigilentes ich habe keine Ahnung, was das für eine Frage ist. Okay. Da steckt sehr viel drin. Also, also Weil an mein, den denke ich immer. Sehr viel. Also, da steckt auch sehr viel Dizzy drin. Ja. Also, das ist so eine, so eine Mischung aus. Also, Stefan Henschel, um zu sagen, war früher ein sehr bekannter Türsteher auf dem Kiez. Ah. Und der ist einfach zu ihm hingegangen und hat ihm einige Scheuen, und hat gesagt, er soll sich lang machen. Und. Bedanke schön fürs äh, hast du ein Problem? Ja, du noch eine ja genau, ah, ja, genau der ist das. Und so ist Siggi auch. Mm. Weiß. Und so ist Sigi auch. Also ein bisschen, bisschen aggressiver, ein bisschen lauter und aber trotzdem immer noch so: Ach, keine Ahnung, ich kann euch das nicht erklären. Es ist so ein, so, ein, so ein wildes Ding. Sigi ist wild, so Punkt. Aber ihr weiß halt auch, wie man Geschäfte macht, sag ich mal. Also steckt viel Dizzy drin, ein bisschen viel äh, röhrig, steckt auch noch drin natürlich vom Akzent her und auch äh, Stefan, ja. Man lebt sich aus. Das denke ich mir. Also es ist wirklich, man kann sich ausleben. Das ist, du kannst da komplett. Also für mich ist das wirklich so, so jetzt gerade so, 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 so ein richtiger so eine Stressbefreiung. Uh, eine Frage hätte ich noch. Du hast ja diesen Charakter. Dürftest du dir jetzt jederzeit noch einen anderen Charakter erstellen? Ja, kann ich. Okay. Ich kann bis zu zwei gleichzeitig spielen. Okay, Aber das will ist ich gar nicht. Interessant. Das geht okay, auch gar nicht. Also wenn du wirklich, wenn du, wenn du, wenn du das. Die Rolle lebst. Also ich lebe das. Ich sage, ich gebe mir ganz ehrlich, ich lebe das voll aus. Aber wirklich auch bis zum allerletzten Atemzug. Also, das mit der Zeitung, wir sind gestern fast in Krieg gezogen. Und heute haben wir Krieg angezettelt. Also heute sind wir in den Krieg gezogen. Aber richtig hart. Also, das geht. Äh, das ist wirklich, ich sag mal, das ist, du bist wirklich zum allerletzten diese Rolle lebst du aus. Bis zur allerletzten Instanz. Und das ist doch gut so. Und das ist sehr, sehr geil, muss ich sagen. Ist ein schönes Erlebnis, mal wieder äh, sowas zu haben. Also für mich ist es, äh, es ist ein Trend, ja. Und äh, ja, man wollte das früher nicht machen, aber es ist, äh, hat sich zu einer positiven Sache entwickelt. Und ich hoffe, das bleibt noch ein bisschen so. Der ja, Herb hat gerade vorgeschlagen, dass du und ich für äh, KSP-RP machen sollen. Was ist KSP? Keine Ahnung. Krabbel Space Program. Das mit den Raketen. Ah. ah. Und was? Da drin sollen wir RP machen? Gibt da überhaupt einen Multiplayer? Ich weiß das gar nicht. Ich hey, glaube, es gibt einen Multiplayer-Mod, ja. Oh, das wäre mal was. Ich glaube, die wollen nur, so, dass wir Raketengeräusche machen. Ich wüsste, ich wüsste nicht, wie man sowas RP'en könnte. Oh, Aber ich da, natürlich. Ich baue <laughs> dir die. Raketengeräusche? Ja, du bist schick USA. Mir ein Skript, schick mir ein Na, Skript, ich mach ich mal. Ich bin die Sowjetrepublik, du bist die USA und wir machen Space Rennen. <laughs> Space Rennen. Aber in Echtzeit. Ja, ja. In, ohne, ohne Zeit vor. Nehmen wir die nächsten vier Jahre Zeit. Wow. Wer zum er als erstes am Mars ankommt. Für, die, für dich würde ich das machen. Duna für dich, dich würde ich mir immer vier Jahre Zeit nehmen, Slabby. Ja, das weißt du aber auch. Oh. Ja, geil. Aber da bin ich auch dabei. Also, Rollenspiel war schon immer mein Ding. Also, das ist wirklich mein Ding. Das, damit bin ich früher, äh, sag ich mal, habe ich gestartet und ich liebe Rollenspiel. Das ist genau mein Ding. Und ich finde es so schön, dass es jetzt gerade da ist. Weil genau jetzt darf ich das, was ich die letzten drei Jahre gesammelt habe, darf ich jetzt rauslassen und das ist richtig gut. Das also ist mir zu real. Ich habe ich hab Rollenspiel nur und das nur ganz ganz leicht ansatzweise damals äh, bei Dark Age of Camelot gemacht und da ist das halt anders ne mit Milady Lady und Me Lord und die Zauberkräfte und das Ganze das ist anders. Ähm, äh, ja das ist mir zu viel Realität. Ja. Ja, ja. ja, sehr. Wie er immer sagt, ja, sicher. <laughs> ja, nun gut. Wollen wir das Thema abhaken, bitte? Ja. Das wäre sehr liebe, weil ich glaube, die Leute werden sich, würden sich sehr freuen, wenn wir über was anderes reden. Aber danke ich, schön, ich, ich dass wir ein bisschen rein... Lustig. Hey, kein, kein Thema, sehr gerne, gerne. Wenn wir jetzt gerade noch dabei sind, das abzuschließen. Mhm. Ähm, ein Punkt steht da ja noch auf unserer Liste, ähm, da ist nämlich, ich finde das Newsworthy, also das, das gehört schon, finde ich, mal ja. genannt zu werden. Mhm. Äh, denn eben genau durch dieses G äh, GTA RP ist in den USA ein Streamer ähm, erwacht, der in seinem allerersten Stream über 40.000 Zuschauer hatte. Das ist der ja Sheriff Eli. Ähm, ich habe von dem schon vorher gehört, weil er irgendwie, ich habe einen Clip, glaube ich, bei Reddit gesehen, wo der ähm, den, den ähm, Lyric irgendwie äh, eingebuchst hat und so und da war der schon super gut und Leute haben irgendwie in einem Stream 10.000 Dollar irgendwie für ihn äh, gespendet, damit er sich ein PC und alles, was dazugehört, äh, leisten kann. Und jetzt hat er angefangen zu streamen und streamt halt dauerhaft äh, mit über 20.000 Leuten, glaube ich. Und da sieht man schon, wie viel Kraft äh, wow. dieses, dieses GTA RP hat. Man muss aber auch sagen, er ist ein Gott. Also, er macht nicht nur gutes ja. RP, sondern er kann dieses Spiel, was die Mechaniken angeht, auch. Also, wenn du ja. siehst, wie er, was er für ein sicheres Aim hat, zum Beispiel, das ist schon ein anderes Level. Absolut verdient. Ja, wenn da Leute richtig was drauf haben, dann, äh, dann fetzt es schon, ja. Und er ist halt, glaube ich, sogar ein Ex-Cop, ne? so wie ich das verstanden habe. Ja, man sollte immer das spielen, was einem am nächsten liegt, sage ja. ich immer. Und der macht das eben nicht zum Spaß, sondern der nimmt seine Rolle halt, also in der Rolle nimmt er seinen Job halt ernst und ist wirklich der gute Cop, der halt schon mal zupacken kann und äh, wirklich im Namen des Gesetzes agiert. Jo. Ganz witzig, ihm zuzugucken. Genau, das wollte ich eigentlich noch sagen dazu. Können wir das jetzt abschließen? Ja, sicher. Gut. Oh nein, hör auf damit. Ähm, Habt ihr letzte Woche Gronk geguckt? Ja. Ein bisschen. So ein, zwei Clips bei Herrn Newstyme. Ich weiß ja nicht, wie das ist bei euch, aber äh, ich würde da gerne ganz kurz mal reden und die Leute eventuell ein bisschen, naja, erleuchten. Wir haben ja auch nicht mehr Wissen als andere, würde ich sagen. Nee. Ähm, will das kurz einer von euch erkennen? Herr meister Phil. Du bist doch da, du bist doch, immer äh, du bist doch der informierteste von allen. Okay, ich versuche, ich versuche das richtig. Slavi, das du korrigierst mich, ne? Du weißt ja auch ja, Bescheid. Ja. Also, so wie es wohl ist. Ihr habt ja mitbekommen, die Landesmedienanstalt machen gerade ein bisschen Welle. Äh, es geht die Sendelizenz rum als böses Wort. So, das ist das zweite Wort, mit dem du jetzt Streamern ein richtig schlechtes Gewissen machen kannst. Neben Steuererklärung ist das, das Wort, das keiner Streamer hören möchte. Niemals. Äh, und was passiert ist, ist halt, ja, ich glaube, wir müssen es jetzt nicht ganz aufrollen. Aber ähm, Gronk hat wohl die Information zugespielt bekommen dass er jetzt, also er weiß jetzt, er braucht eine Sendelizenz und er hat wohl die Information zugespielt bekommen, dass wohl jemand, der bereits eine Sendelizenz besitzt, diese Leute angeschwärzt hat, die keine haben. Und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wieso das passiert ist, aber es wurde ein Bezug zu den Rocket Beans hergestellt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich glaube Gronkh direkt ihm. hat ihn nicht geleakt, äh, geliefert. Nein, gar nichts. Wirklich Aber ich habe auf jeden Fall bei den Rocket Beans im Subreddit gesehen, dass da direkt ähm, dieser Clip von Gronk gezeigt wurde, wie er im Stream davon erzählt hat, dass das wohl jemand sein muss, der eine hat und der die angeschwärzt hat, die Leute. Und dann sind halt auch Leute hingegangen und haben gesagt: Ja, klar, waren die Rocket Beans auf jeden Fall. Hm. Und das hat so ein bisschen für Welle gesorgt im Internet. Auf Twitter unter Hashtag brunnenlose Frechheit zum Beispiel. Ja, scheint das an diesem Freitag da richtig äh, abgegangen zu sein. Die Rocket Beans haben das gemacht, was man in dem Moment. Machen sollte nichts. Sie haben die Klappe gehalten und nichts ja. dazu gesagt. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass Eddie in einem Moin Moin gesagt hat, ist nicht so. Ich bin mir nicht sicher, ob das müsste Donnerstags gewesen sein, freitags. Ich weiß es gar nicht. Okay, es, es ist aber nicht zu so lange her. Es könnte diesen Donnerstag erst gewesen sein. Ja, und dieses Ding lief ja schon letzte Woche, glaube ich. Ja, ja, ja. Mhm. ja also, also ich habe an dem Wochenende danach auch das Subreddit von den Rocket Beans. Äh, Frequentiert und das war ja sehr, sehr ruhig da. Also ich, ich habe zum Beispiel den Clip auch gar nicht mehr gefunden, da der wurde wohl äh, da wieder rausgenommen oder so. Ähm, Weil es mich interessiert hat, was, was eben das Subreddit, das ist ja eine Meme äh, itself, dieses Subreddit von den Bohnen. Ähm, aber da flogen im Prinzip die Heuballen so mehr oder weniger durch, durch die Gegend. Da haben sie wohl stark moderiert, wie es klang. Muss ja auch. Ist ja auch. Ich meine, das ist an der, an der Haare herbeigezogen. Also, das weiß ja niemand. Und du könntest jetzt. Äh, man könnte ja jetzt auch wieder rumspinnen und äh, RDL da noch mit reinbringen, weil der Chef von RDL da jetzt. Äh, oder einer der Cheflobbyisten drin ist. Und äh, ich wollte eigentlich. Warum, äh, warum ich das gerne ansprechen wollte, ist, dass man vorher vielleicht einfach mal ein bisschen nachdenkt, bevor man solche Bomben droppt. Weil das ist. Ja, der Schutz, also der Schutz vom Internet, der war ganz schön scharf. Und der saß echt tief. Und das ist, äh, ich glaube, mit solchen Sachen sollte man nicht rumspaßen. Ähm, Nein. Absolut nicht. Das ist eine sogenannte Hexenjagd. Jupp. Das das die ich verstehe gar nicht, ich, war, ich war in diesem Stream dabei. Und, 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 und er hat halt erzählt, ne? Und sagt, das ja, ne? Das so und so, und das ist halt dann passiert. Und ich, ich glaube, so 20 Minuten später sagt er, irgendwas scheint da gerade auf Twitter los zu sein, dass sie das bitte lassen sollten, weil das absoluter Quatsch ist. Also, er hatte noch nicht mal eine Andeutung gemacht, sondern einfach nur gesagt, sie wurden angezeigt. Nur dann werden die aktiv von der Landesmedienanstalt. Aber das finde ich auch, das finde ich, äh, find ich sehr krass. Also, scheinbar ist es ja so, dass du Leute nur anzeigen kannst, wenn du eine Lizenz hast. Ja, das hat er gesagt. Ja, scheinbar ist es so. Ja. Wie krass ist denn das? Das heißt, das heißt ja, in der Theorie muss man sich ja gar keine Gedanken machen. Weil dann ist es ja, dieses ganze Thema, was wir jetzt hatten, ist eigentlich null und nichtig. Was, von Anfang an? Und äh, das ist so, 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 eine, so eine Kehrtwendung, wo ich sage: Wait, what? Warum haben wir das gemacht? War das jetzt schon wieder so ein. So PR-Gag von irgendwem oder was war das jetzt hier? Ich habe gelesen, ich, hab, ich hab mir das angeguckt und ich habe mich da ein bisschen reingelesen und dachte mir nur so: Warum haben wir die letzten, warum haben wir die letzten Monate auf Kohlen gesessen und uns in die Hose gekackt, dass sie unsere Existenz wegnehmen? Und dann ja eigentlich äh, kann das äh, Landesmedienanstalt kann eigentlich gar nicht alleine handeln. Das muss jemand anzeigen. Und dann sitzt du da und denkst so: Wie, was, ja, warum? Das habe ich mir auch gedacht. Was? Was? Okay. Aha. Also, das ist sehr, sehr eigenartig, diese Thematik. Ähm, also, es ist genau das eigentlich eingetroffen, was ich mir gedacht habe: da passiert gar nichts. Also, ich denke mal, dass die Gesetze überarbeitet werden jetzt. Aber, also für mich in, in meinem Kopf, wenn ich jetzt mal meine Verschwörungstheorie äußern darf, für mich ist das theoretisch eigentlich nur ein PR-Gag gewesen. Weil welcher aber dazu geführt hat, dass Gronk jetzt mit dem Stream aufhört? Was scheiße ist, ja. Ich weiß nicht, ob er noch irgendwas sein Plan ist Nein, B er hört nicht auf mit dem Stream. Was? Nein. Das war, das war doch der Joke, den er aufbauen wollte mit dieser Behauptung. Er wollte sagen, er wurde angezeigt und er hört jetzt auf zu streamen. Freitag ist der letzte große Stream und das war quasi dann als Witz. Und dann wollte er nächste Woche einen Piratenstream machen, wo er als Pirat verkleidet da sitzt und mit mit ähm er hat ja eine Frist bekommen und die genau. Frist ist beim nächsten Freitagsstream ist die Frist abgelaufen von der Medienanstalt und deshalb ich, ich habe mein newstime Video verpasst nur <laughs> die Hälfte der Geschichte gesehen das, das hat okay. er ich habe am Freitag ein bisschen reingeguckt am Anfang seines Streams mhm. und da hat er halt darüber geredet und das hat er halt so gesagt dann nur das Internet gut. hat ihm halt seinen Joke kaputt gemacht weil alle halt dann auf die Rocket Beans draufgehüpft sind und ja. oh Ach Mensch, Gronk. Sehr gut. Nee, nee, nee. Also, die, die ähm, Frist läuft, glaube ich, am Montag oder am Dienstag oder so aus. Und er lässt sie auslaufen, streamt weiter. Ähm, und dann wird er gucken, was draus wird. Okay. Das ist, so wie ich verstanden habe, sein Plan. Auch oh, fast für so ein pfiffiges Kälchen, sag mal. Wow. <laughs> so ein Joke musst du <laughs> erstmal raushauen. <laughs> ja. da, also, das sind Eier aus Stahl übrigens, Filmer. Der junge Mann wird sich auch rasieren im November, nicht so wie du, ja? <laughs> Guck mal, wie ich aussehen würde. Das kann man. Nein, das kannst du nicht so lassen. <laughs> Was? Was ist das? Ich habe letztes Jahr auch einen gehabt. Jetzt hör auf zu heulen. Ich sehe auch wieder aus wie ein kleines äh, Kind. Ich habe außer diesem Bad nichts. Außer der Brille. Das sind die einzigen zwei Dinge, die diesen Körper hier aufwerten. Ich sitze momentan. Das ist schmeichelhaft. Wenn ich stehen würde, wüsstest du warum. Du hast mich auf der Dreamhack gesehen. Du weißt, wovon ich rede. Ich habe dich umarmt. Du bist mit beiden Armen rumgekommen. Das ist wichtig. Die haben sich hinten berührt. Nur an die Hater da draußen, ja, das funktioniert. Also Aber das ist ja doch große Spannweite, so klar. Ja, ein bisschen. Sag mal, jetzt mal wirklich äh, so, so unter uns. Wollen wir, lasst uns doch mal über Computerspiele reden. Was habt ihr die letzten paar Wochen eigentlich gespielt? Also, in wie gesagt, ich bin voll raus. Ich Videospiele im Plankenschnack? Ja, sicher. Ich habe Prey angespielt. Ja, gut, das weiß ich ja schon. Ach so. Ja, das hast du ja, Seitdem habe ich irgendwie nichts äh Ich spiele Ich kann den Namen nicht aussprechen von diesem Spiel. Joko! Jo <laughs> das spiele ich gerade so. Wenn, wenn ich zocke, spiele ich das. Und ansonsten äh, bin ich eher kreativ gerade. Also äh, spiele, ich bin raus. Wer hat was zu spielen, zu erzählen? Hast du Surge gespielt? Nee, ich habe Stefan dabei zugesehen. Warum hast du das nicht gespielt? weiß ich nicht, weil Stefan es gespielt hat und ich habe ihm zugesehen. Und Stefan spielt nie solche Spiele und dann habe ich mir schon gesagt so cool, er ist sogar bis zum ersten Boss gekommen. Er ist sogar <laughs> bis zum ersten Boss gekommen. Oh Mann, Stefan ist halt eher dieser oh, volle Kanone. Ne? Und 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 ja, ich fand das toll. Und äh, ich bin momentan nicht so in, in Zock, weiß ich nicht, in Zock-Stimmung. Hm? Ich es mir, mir gefällt das Setting nicht. Das ist eigentlich mein Hauptgrund, dieses Schrottplatz, Halle, weiß ich nicht. Das, das, das ist das Einzige, was mich überhaupt nicht, an, überhaupt nicht anmacht. Es soll trotzdem ein gutes Spiel sein oder es soll Spaß machen. Also die Mechaniken sollen Spaß machen, aber das Setting ist halt gar nicht meins. Null. Okay. Minus. 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 Also ich hab's gespielt. Ich hatte es mir angeguckt, ein Stream lang, an dem Tag oder bevor es rausgekommen ist, weil es mich interessiert hat, weil ich ja eigentlich gerne diese Dark Souls, Bloodborne und so zocke. Und es hat mir Spaß gemacht, auch wenn es ein bisschen salzig gemacht hat, aber vor allem der Chat war an dem Tag sehr, 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 sehr salzerregend. Also, unter anderem war der Entwickler im Chat, also einer der Entwickler, der, der für die PR zuständig ist, und manche bei mir im Chat, haben sogar ihn verbessert. Ah, ja, das habe ich gehört, dass, de dass deine also, Zuschauer dem Entwickler erklären wollten, wie das Spiel ja, funktioniert. Genau. Das finde ich auch Also, so, so hart wurde noch nie jemand aus meinem Channel, glaube ich, gebannt, wie der Kollege. Das, das war unglaublich. Ähm, ja, und das hat mich sehr, sehr salzig gemacht. Aber ähm, das Spiel per se, wenn man sich darauf einlässt und nicht so dumm rumrennt wie ich eben, ähm, und ständig an irgendwelchen Bonfire, nenne ich es mal, für die Leute, die Dark Souls gespielt haben, aber das noch nicht kennen. Da gibt es halt so Mad Bays, die funktionieren im Prinzip wie ähm, Bonfire. So ein bisschen. Wenn man daran die ganze Zeit vorbeirennt und sich wundert, warum man die ganze Zeit am Levelanfang wieder aufsteht und eben nicht an diesem Bonfire, dann, ähm, also an der Mad Bay, dann äh, macht es auch tatsächlich Spaß und, ähm, ich werde es, denke ich mal, auch irgendwann ähm, nochmal von vorne anfangen und durchzocken. Also so schlecht. Ach, ach, also der, der Chat. Ja. Der, der Chat <laughs> hat dem. jeder Ent im Chat. Genau. Haben dem Spieleentwickler gesagt, wie das Spiel funktioniert. Ja. Und sie waren auch im Wissen, dass das der ist. Ja. Äh, sein Name lautete D13 unterstrich. Ist keine Pressekopie mehr. Das war's leider mit dieser Brücke, die ist verbrannt. Da, 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 verkackt. Also, ich habe das Search auch ein bisschen gespielt und äh, ich bin auch ein sehr, sehr großer Freund wie Slabby von Dark Souls und von Bloodborne. Ähm, Search ist ein bisschen langsamer und ein bisschen sperriger würde ich behaupten. Ja. Das kann man aber, darauf kann man sich einlassen, weil ja keine Ahnung, du rennst halt in großen Roboteranzügen rum. Das ist ist okay, finde ich, kann funktioniert. Ähm, ich habe die ersten zwei Level gespielt. Ich finde das Leveldesign dafür, was es machen möchte, in Ordnung. Das hat funktioniert. Ich hatte Spaß. Äh, ich bin jetzt aber nach dem zweiten Boss ausgestiegen. Das zweite Areal hat mir vom Design her überhaupt nicht gefallen, was einfach du bist halt irgendwo in so einer dunklen Lager, in so einer dunklen Halle halt. Und meine große Befürchtung, der Grund, warum ich das Spiel seither nicht mehr angemacht ist äh, Angemacht habe, ist, dass jetzt jedes weitere Level einfach wieder so ein Korridor mit Beton und Stahl wird. Habt ihr hinter den zweiten Boss gespielt und könnt mir diese Angst nehmen oder? Ich ich glaub, hab das, geschaut. das war auch die Frage, die ich mir nämlich stelle, weil alle Streams, in die ich dann geguckt habe, hatten eben genau diese Fabrikgelände. Ja. Ich glaube, um. es geht nicht raus aus dem Fabrikgelände. Ich glaube, ich habe heute Morgen bei Draco geschaut und der war schon ziemlich am Ende. Und ich habe immer noch, ich, zwischendurch habe ich gedacht, er ist noch am gleichen Boss, aber es sah einfach nur ähnlich aus. Und so ein Typ springt wieder so an, denke ich mir, der, der war doch schon vor zwei Tagen an der Stelle. Ne? Also, es ist schon sehr ähnlich. Es ist halt, es, weiß ich nicht, bei Dark Souls fällt mir das nicht auf, wenn, wenn oh, das sieht so ähnlich aus. So, nee, ist ganz anders hier. Guck mal, das Blümchen, da, und der Baum aber die ganze Zeit es ist halt das ist der Grund es spricht mich überhaupt nicht an das habe ich nämlich befürchtet dann als ich eben andere Streams geguckt habe so der Anfang ist super geil du bist draußen äh, dann kommst du eben in diese Fabrik und das ist ziemlich geil aber wenn es in der Fabrik wirklich bleibt dann fehlt mir tatsächlich so ein bisschen die ähm, Abwechslung muss ich auch sagen und das macht halt Dark, Dark Souls sehr gut eben. so wenn du Du gehst teilweise durch eine Türe und du bist auf einmal in einem riesigen Lava-Level und dann gehst mhm. du durch eine andere Türe und auf einmal bestehst du in einem Wald so. Und das ist halt, das funktioniert bei Dark Souls super. Und am Schluss kannst du nachher, wenn du alle Türen aufgemacht hast und die Level sich so ein bisschen connecten, dann ist es eine große Spielwelt. Und bei der ja. Search ist es halt auch so, dass die einzelnen Leveln segmentiert sind. Das bedeutet, du hast einmal zum Beispiel diesen Außenbereich, von dem Slabby gerade geredet hat, und dann hast du wie bei Dead Space so eine S-Bahn und damit fährst du dann ins nächste Gebiet rein. Ja. Das oh. heißt, im Endeffekt sind das kleine Schläuche, diese Level. Und wo du zwischendrin eine Türe aufmachen kannst, dann kannst du zum Anfang des Schlauchs zurücklaufen. Mm. Aber im Endeffekt läufst du durch kleine Würstchen, bis du irgendwann beim Boss rauskommst. Wie ein <laughs> Ikea quasi auf. Es ist oh, ein Witz, es ist, es ist Ikea <laughs> das Spiel. Und sieht auch ein bisschen gleich aus alles. Deswegen. Also ich habe ich hab nicht viel gesehen, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht judge ich zu früh, aber äh, jetzt nach dem, nach dem zweiten Level bin ich dann erstmal raus. Habe ich gesagt, okay, ich fand das cool, was es gemacht hat, aber mehr möchte ich eigentlich gar nicht spielen. Okay. Hat aber genügend eigene Ansätze, dass man sagt, man kann sich das mal angucken, durchaus. Fand Lords of the Fallen zum Beispiel, hat genau das nicht gemacht. Wir haben ein Setting genommen, das halt Dark Souls auch schon so ein bisschen angeschnitten hat und waren sehr ähnlich zu der großen Vorlage, die sie benutzt haben, der sie sich bedient haben. Und da macht halt The Search einiges anders. Das stimmt. Ich fand trotzdem Lords of the Fallen gar nicht so schlecht, wie alle sagen. Also, was ich jetzt aus dem Internet verstanden habe, weil ich habe äh, Lords of the Fallen eben nicht gespielt damals. Ähm, ist, dass die schon mal einen weiten Sprung von eben Lords of the Fallen mit, mit The Search gemacht haben. Und ganz, ganz häufig habe ich gelesen, dass das dritte Spiel, was sie dann rausbringen werden, wenn sie so weitermachen, dann wirklich da ankommt, wo es halt qualitativ hin muss. Die könnten aber ruhig wieder das Setting nehmen von Lords of the Fallen. Ja. Wär das wäre mir schon um einiges lieber, als die ganze Zeit da so ne, Schrottplatz und so, eine. Habt ihr von dem Alan Wake-Ding gehört? Ja. Das finde ich sehr interessant. Hm. Äh, also, Alan Wake, das hat, hast du mir das erzählt, Sleppy? Kann sein, ja. Ja, dann erzähl du das doch mal. Die Geschichte finde ich sehr, sehr interessant. <laughs> Gesundheit. Also, ähm, nee, ich habe nur gehustet. Ähm, aber danke. Bitte, hab ich lieb. HDGDL. Ich dich auch, HDGDL. XOXO. Ähm, Alan Wake war bis letzte Woche. Also, ist jetzt raus, bis letzte Woche in Steam noch erhältlich. Ich habe da auch einen Tweet verfasst, also, ähm, und ganz viele Leute haben einen Tweet verfasst. Also, wer jetzt noch kein Alan Wake in seiner, in, seinem, in seiner Spielebibliothek hat, der ist selber schuld, tatsächlich. Denn es ist rausgeflogen aufgrund von Lizenzproblemen. Also was heißt Lizenzproblem? Die Musiklizenzen. Jeder, der Alan Wake gespielt hat, weiß, ähm, dass es einen extrem guten Soundtrack hatte, aber eben mit lizenzierter Musik. Ähm. Und eben diese Lizenzen sind ausgelaufen, deswegen mussten sie das Spiel, weil sie sie nicht erneuern wollten, ähm, mussten sie das Spiel aus Steam und aus anderen Plattformen rausholen. Und es ist im Prinzip jetzt nicht mehr digital erhältlich. Das und dafür war es bis eben für drei Tage, glaube ich, bis zu dem Tag, an dem sie es rausgenommen haben, für ähm, das, für ein Zehntel des Preises, ich glaube 2,99 Euro für das Grundspiel noch zu, zu, zu haben. Und dann ist es eben rausgeflogen. Das finde ich mega interessant. Das ist ja also auch nicht das erste Mal. ne? Also nicht? Äh, vor allem hier... Was mir Einfällt ist, Schlacht und Mittelerde von EA, die haben auch ihre Lizenzen verloren. Deswegen findest du dieses Spiel bei Origin nicht. Echt? Weil, was sehr schade ist, weil Schlacht und Mittelerde stabile Strategiespiele waren. Die sind Echt? Nicht bei Origin. Nee. Was? Hm. Das ist ja... Wow, das wusste ich gar nicht. Ich hab das, das war das erste Mal, dass ich jetzt davon gehört habe, dass äh, ein Spiel verschwunden ist, weil dort äh, die Lizenzen ausgelaufen sind. Ja. Das ist ja sehr krass. Also, äh, in Chat, habt ihr Spiele, äh, die, die ihr wisst, wo das äh, schon mal passiert ist? Ihr könnt Mach das gerne ja übrigens. Eins schreibt Zoom gerade. Das ist richtig krass. Wow. Fällt auch gerade kein anderes Spiel ein. Nee. Ich dachte, das war das einzige, was ich hatte. Ähm, hm. es wurde ja über Destiny geredet. Habt ihr euch da was angeguckt? Destiny 2? Nope. Ja, einfach nur den Trailer. Der ist ja witzig. Ich habe <laughs> Leute auf Twitter gesehen, die gefragt haben, ob das Fadenkreuz in der Mitte ist und ich habe es nicht verstanden. Und es ist wohl so, dass das Fadenkreuz beim ersten Destiny-Teil nicht in der Mitte des Bildschirms war. Das, das ist ein Ding. War das so? Hat einer von euch Destiny gespielt? Nee, ich gar nicht. Deswegen äh, frag ich, ob vielleicht jemand von euch da äh, Interesse hat. Hm. Also, ich habe davon auch überhaupt nichts mitgekriegt. Ich habe es ich auf Twitter mitbekommen, weil ganz viele Leute entweder es gehypt haben oder Resident Sleeper gepostet haben. <laughs> ähm, aber also selber angucken interessiert mich halt nicht. Also, das erste hm. Spiel hat mich nicht interessiert. Und das zweite, ehrlich gesagt, interessiert mich auch nicht. Jetzt habe ich auch gelesen, ähm, dass es A, über, also, das ist jetzt unwertend, äh, wertlos. Nee, nicht wertlos, wertfrei. So, es wird nur über den Blizzard-Launcher jetzt auf dem PC erscheinen. Es kommt halt für den PC, was ja schon mal genau, ganz gut der ist. Der erste ne? Teil ist nämlich nicht für den PC erschienen. Genau. Ähm, aber jetzt äh, wurde bestätigt, dass es A, später auf dem PC erscheinen wird, also auf der mhm. Konsole. Und B, es wird keine Dedicated Server geben. Das heißt, alle Matches werden über Spielerlobbys laufen. 2017, wir haben ah. P2P am Start. Nice. Auch auf Konsole. Ja, gut, das läuft doch. Ja. Also, Konsolen sind ja also leistungsstark, die können das doch. Ja, das war und auch, äh, das, der PC hat auch gar keine Probleme mit Cheat, Cheatern oder so, die über P2P einfach irgendwelche Lag-Programme oder so schreiben. Nö. Das wird sicherlich gar keine Probleme haben. Ich meine, Activision ist ja dafür bekannt, dass sie Cheat, gegen Cheater vorgehen. Ähm. Was hat euch eigentlich davon abgehalten, den ersten Teil zu spielen? Ist es die Plattform gewesen, dass es exklusiv vor einer Plattform restriktiv angeboten wurde? Oder habt ihr gesagt, das Gameplay ist jetzt nichts, was mich juckt, dieses MMO-Ding, dieser Grind? Ich, ich habe das gesehen, als das in der Entwicklung war. Und am Anfang, muss ich sagen, habe ich gedacht, so: Oh, uh, das ist genau das Richtige. Du brauchst nicht so große Gruppen. Ne? Ich glaube, das Maximum sind vier Leute. Und oder drei? Ich weiß war es gerade gar nicht. 16 im ersten Teil? Naja, du hast so den Zusammenschluss, die Gruppe, mit der du äh, losziehst. So. Und die Gruppe, die sind drei oder vier sind in okay. der Gruppe. Und ähm, da hatte ich eigentlich erst äh, gedacht, mit Stefan das zusammenzuspielen. Also, uh, ja, das können wir zusammen zocken. Das sieht gut aus. Und als es dann kam, gab es einige Sachen, die mir nicht gefallen haben vom, von, von, von der Optik her, vom vom hab gab's einiges was mir nicht gefallen hat. Man konnte die Leute nicht richtig sehen, der bei mir in der Gruppe ist und, und es gab so, so einiges, wo ich gesagt habe so äh, nein nein. 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 Und dann äh, habe ich gleich ganz gelassen. Das Setting sah immer cool aus. Ich habe mich aber leider nie wirklich intensiv damit beschäftigt mit Destiny. Aber es war ja Destiny auch, ein war auch viel. Wieder so viel wieder so ein Spiel, was erst nach einem Jahr wirklich gut war. Fertig war, ja. nachdem sie die Loot Cave rausgepatcht haben. <laughs> also ich habe von Destiny auch wirklich sehr wenig gesehen. Für mich als Laie sah das halt so aus, ja okay, wir haben jetzt ein Borderlands MMO, aber ohne dass halt dieses Spiel, für, für mich persönlich genug Akzente gesetzt hat, um zu sagen, man macht die irgendwie rund, dass man irgendwie, mir hat so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal gefehlt, aber wie gesagt, ich hab's auch nicht gespielt. Ne? Hm. 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 Ich also weiß Destiny nicht. die hm, mal gucken, ich ne. Mich hat das shooty shooty halt abgehalten, weil ich spiele keine shooty shootie Keine shooty shootie Nicht du ja, aber gespielt? Ja, aber das, aber ist, nur ein, für den Soundtrack das gar, ist ein ja. interaktives Musikvideo. Also. Das ist halt echt so. <laughs> du aber, musst gerade äh, mit mir kämpfen. Ich habe am Freitag äh, hier Elder Scores online. Morrowind? Mm -hmm. Oh ja. Oh ja, da bin ich auch und sehr es versucht. Ist, und es ist in mir, ich so, wow, oh, ist das schön. Und, und, oh, und die, also das muss ich sagen, das ist so als ganz äh, alter MMO-Sucht die, lässt das gerade mein Herz sehr hochschlagen. Ich bin. Äh, auch alter MMO-Suchti. Ich bin aber vor allen Dingen alter Morrowind-Suchti. Und ich habe mir ein 20 Minuten Video angeguckt, wo sie die alten Morrowind-Welten mit den neuen Morrowind-Welten vergleichen und zeigen, wie sich alles halt so entwickelt hat. Es spielt, glaube ich, 300 Jahre vor ähm, Morrowind mhm. dem Spiel oder 200 Jahre Irgendwie vorher. Irgendwie sowas. Das heißt, ich glaube, Vivek ist noch im Aufbau oder so, wie ich das richtig verstanden habe. Manche Städte gibt es gar nicht oder sehen ganz anders aus aber es sieht so unfassbar wunderschön aus allein halt wegen der, wegen der Welt so für mich aber ich weiß ganz ich weiß zu 90% ich werde sowas von enttäuscht werden weil ich damit der wenn ich da mit der Erwartung reingehe dass es mich mir meine Nostalgie wieder zurückgibt und, und eben mm. aus dieser Nostalgie heraus die ich halt mit Mor weil Morrowind war das erste PC Spiel das ich richtig hart gesuchtet habe neben Deus Ex so die beiden Spiele waren für mich so die die Spiele die mich zum PC Gamer gemacht haben ähm, und mich von der Nintendo-Konsole weggeholt haben. Ähm, und Morrowind hat einfach diesen, diesen po dieses Podest ganz oben. Und wenn ich da jetzt reingehe und ich habe Teso schon mal angespielt, damals kurz nachdem es rauskam. Ähm, und mir ist noch nicht mal viel Schlechtes eingefallen, was es über dieses Spiel zu, zu sagen gab. So, ich habe es gespielt, zwei, drei Tage, haben ein bisschen gelevelt für mich. Es hat mir Spaß gemacht und dann hatte ich nach drei Tagen einfach vergessen, dass ich spielen wollte. Und ich habe es einfach nicht weitergespielt. Der Monat ist ausgelaufen damals. Ich glaube, damals lief das noch unter monatlichen Gebühren oder immer noch. Ich weiß gar nicht. Ähm, und es ist aber eigentlich ein gutes MMO, weil hm. wirklich die Geschichte so gut erklärt wird und so. Und du kannst auch alleine sehr schön leveln. Da, also da es ist sehr, sehr viel Lore drin. Unglaublich viel. Und es sieht zwar... Es sieht so wahnsinnig gut aus. Also, dass, 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 dass Gegner und, 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 und Zauber einfach so schön aussehen können. Und man kann es halt auch sehr, es ist so äh, konzipiert, dass man es alleine, obwohl es ein MMO ist, dass du fast sehr, sehr viele Sachen alleine machen kannst. Du kannst es alleine entdecken und 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 oh. Oh. aber sind MMOs nicht tot? Ja. Mir doch egal. Krieg, das ja. ist mir sowas, von egal. Ich will so, das. Ich, ich wollte das eigentlich nur noch spielen. Vielleicht sollte ich mal wieder Skyrim spielen. Aber MMO ist äh, Warcraft für immer noch gespielt, ne? Warcraft wäre auch so das Einzige, wo ich sagen würde, krasses, gutes Beispiel, das sich aber auch halt über Jahre gehalten hat. Aber selbst, ja. haben die nicht auch aufgehört, Spielerzahlen zu veröffentlichen? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube schon, ja. Aber ich meine, gut, Blizzard muss ich nicht verstecken, die haben jetzt Zeit halt Overwatch so. <laughs> Alles gut. Hm. <laughs> Diablo 3 zocken auch noch Leute. Tatsächlich. StarCraft 2. Ja, gut, StarCraft. <laughs> naja. Ja, keine gerade. Ist lange her. Ähm, hier kam gerade eine schöne Frage rein, die äh, relativ gut passt. Was meint ihr zur, ähm, zur Serie auf Netflix, The Witcher? Kennt ihr die? Ich bin gespannt. Nein, die ist jetzt geteasert <laughs> worden. Aber ich glaube, es wurde noch nicht gesagt, ob es live-action oder animiert ist, ne? Das war nämlich die, die äh, Diskussion, die ich mitbekommen habe, weil es wurde ge geleakt durch ein oder geteasert durch ein Animationsstudio. Und da fragen sich jetzt die Leute: wird das halt eine animierte Serie oder machen die einfach nur Effekte? Weil ich meine, ähm, Serien, ne, guck dir guckt ihr, ähm, Herr der Ringe, wollte ich sagen, Game of Thrones an, da ist halt 90% CGI. Bei also, Witcher noch viel mehr, glaube ich. Ja. Ich glaube einfach bei Live-Action. Was ist CGI? Na, <laughs> ja, Computer Generated. Ah, okay. Ja, Soll das jetzt äh, auf dem Universum von Gerald aufbauen? Der, hm, auf ähm, den Büchern. Genau, der Marcin, ich habe seinen Namen vergessen. nursen <laughs> weiß jetzt gerade auch nicht. Der, der halt die Bücher geschrieben hat. Der sitzt, glaube ich, mit im entweder Produktions- oder im, im Regie-Team. Ja. Holy, Moly. Mhm. Ja. Hallo, ja. nimm mein Geld. Jetzt schnell. <laughs> Was? Ja, ist Netflix, ne? Was? Netflix ist ja. auch so eine gigantische Unternehmung. Leck mich an die Füße, die drehen halt richtig an eine Knöpfe, ne? Also da bin ich die die auch gespannt. Also gerade dieses ganze, ganze äh, was die rausbringen zurzeit. Also, da, da, das nimmt ja der Fernseher komplett alles weg. House of Cards kommt in neun Tagen. Also, was du da an, an, an mittlerweile, was du da so alles kriegst an Serien, das ist ja völlig abgefahren. Mhm. Auch Amazon. Also ich, die, die machen Filme, die machen Serien, also. Aber Prime. Ähm keine Ahnung. Ich gucke relativ viel Serien. Prime ist in meinem Empfinden immer ein Schrittchen weiter hinten so. Ja. Die haben coole Konzepte, aber so Richtung Ende der ersten Staffel kippt meistens die ganze Serie. Momentan, also das ist mir aufgefallen bei Startup habe ich gesehen, erste Staffel hat viel viel Momentum verloren. Ähm, Man in the High Castle habe ich gesehen, hat auch nach der Hälfte der Staffel alles verworfen. Gerade gucke ich American Gods. Erste Folge unfassbar gut. Es ist, glaube ich, jetzt die zweite und die dritte Folge draußen. Ich habe die zweite noch gesehen, die war ein bisschen schlechter, aber immer noch top-Niveau auf jeden Fall. Die dritte muss ich gucken. Ich glaube, die vierte ist heute oder kommt morgen. Aber American God, so als einzige Beispiel, gute Beispiel für Prime-Serien momentan, meiner Meinung nach. Das ist ganz Twitter voll. Ich kriege da die ganze Zeit Werbung für. Hm. Kann man sich mal angucken. Ja, oh, das wir ist haben so ja bestimmt mehr. jetzt alle Prime wegen Twitch, so von daher. So, <laughs> ja, natürlich. Ja, man kriegt schon einiges für sein Prime momentan. Oh ja, ja, links ist drin, ne? Titan Souls. Ja, da kommen wir gleich. Jetzt spoiler no, Nimm doch Slappy nicht seine News, ey. Entschuldigung, mhm. hast du es gespielt, Slappy? Äh, angespielt damals. Wow. Ich hab's durchgespielt. Müsste ich mal. Was ist das ein American ist. God? Eine neue Serie von Amazon. Ja, aber was? Soll sehr gut sein. Also, ohne jetzt zu viel zu verraten, geht das wohl um alte Gottheiten, die auf der Welt existieren. Und wie sie interagieren, aber es ist halt eine überstilisierte Serie. Also, du fängst. Ah, ich weiß nicht, wie viel ich erzählen möchte. Also, du siehst Bilder. Hast du Hannibal gesehen? Wie Hannibal die Serie? Mhm. Ja. Um, das ist, ich glaube, dasselbe Produktionsteam, wenn ich es richtig verstanden oh. habe. Du guckst dir diese Serie an. Und du siehst einfach ein Bild und es könnte theoretisch drei Minuten auf diesem Bild nichts passieren. Du freust dich einfach, weil es zum einen unfassbar hohe Auflösung hat und sicker Kontrast drin ist. Also was ich in den ersten zehn Minuten von American Gods gesehen habe, hat mich in meinem Bett ein bisschen fixiert. Und das war diese Paralyse von, ich bin bereit für die nächsten 40 Minuten. Und das, ist, also das hat mich geflasht. So wenn man zum Beispiel das erste Mal äh, hier Saving Private Ryan guckt, so, so ein, wie ein die ersten zehn Minuten da. Sitzen lassen und ein bisschen das Kinn weiter runter droppt. Ungefähr so waren die ersten 10 Minuten von American Gods. Für mich persönlich. Nicht zwingend von dem, was die, dass mich die Narrative reingezogen hat, aber dass ich visuell einfach sehr beeindruckt war. Okay. Kann man machen. Auf jeden Fall. Vor allem, wenn es kostenlos ist, wenn ihr Prime habt. Gönnt euch mal American, Go American Gods. Kann man tun. Ja, also für Serien muss ich sagen, sind diese ganzen Portale sehr, sehr gut. Was mich immer nervt, ist, wenn ich einen Film gucken will. So. Ja. Warum nervt dich das? Weil ich nie was finde. Und Ach wenn so. ich was finde, dann kann ich es mir ausleihen für 399 <laughs> und ihn nur auf Deutsch gucken. Ja. So, wir sind in den Jahre 2017. Wir werden im Jahre 2027 noch nicht legal einen Film so gucken, wie wir es wollen. Also, halt, äh, sage ich jetzt. Sage ich, dass äh, immer wieder Neuigkeiten rumgehen. Das ist noch nichts wirklich bestätigt, das aber anscheinend soll, es wohl. In naher Zukunft, innerhalb der nächsten fünf Jahre, so sein, dass äh, Filmstudios über eigene Plattformen wohl diesen Film online zugänglich machen. Das heißt, du kannst ins Kino gehen, kannst den Film da gucken. Da wird er dann für, ich glaube, sechs Wochen oder so laufen. Dann, danach kannst du den online über diesen Publisher, wie, was, Filmstudio, was auch immer, kannst mhm. du den beziehen. Da kostet er dann halt aber auch mal 20 Dollar. Soweit zumindest äh, Bran Branchen-News. Aber ob das umgesetzt wird und wie das umgesetzt wird, mal gucken. Mhm. Würde ich gerne. Weil, also, vielleicht bin ich ein bisschen, ähm, boiled bread quasi, weil ich bei, bei Spotify nach einem Lied suche und es finde, <laughs> meistens zumindest, in 90% der Fälle und es hören kann. Und ich bin bei Netflix, ich habe Amazon Prime und ich habe einen SkyGo-Account und ich finde keinen Film, so wie ich ihn gucken will. Ja, egal. Gebe ich dir recht. Da also, da gebe ich dir vollkommen recht, das ist schwer, ja was Ron sagt. Die sollen einfach alles auf Twitch streamen. <laughs> Jeder eigene Film bekommt einen eigenen Channel mit eigener Sprache und Untertiteln. Oh. Ist schwierig. Aber. ja. Da liebe ich, äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, meine Erfahrung mit amerikanischen Netflix, äh, hu, da, ist mir, <laughs> da ist mir fast die Kinnlade geballert. Ja. Ich hab das, hab das ich auch, damals auch. Ich habe das auf meinem Handy aufgemacht und dann kennt man ja so die deutsche Seite und dann macht man mhm. so und bei Amerika zehn Minuten später. Scheiße, Mann, ich bin immer noch nicht am Ende. Was gucke ich denn jetzt? Und immer weiter und weiter und weiter und weiter. Aber ich denke mal, wir werden da vielleicht auch noch mal hinkommen. Wir leben ja dezent im, äh, naja, noch nicht in der aktuellen Zeit, habe ich das Gefühl. Nee. Noch nicht zeitgemäß, aber äh, kommt, kommt. Es wird Zeit. Es wird Zeit. Wie viele potenzielle Zuschauer kann denn Netflix haben? Über 500 brauchen eine Sendelizenz. <laughs> Wäre echt schade, wenn irgendjemand die anzeigen würde. War Freitag nicht der letzte ähm, Tag, an dem Netflix online war? Ja. <laughs> Uff. Also, da, also das, ganz ehrlich, ich finde also find aufgrund der, der, des äh, Sigilentes so ein bisschen auf gebürstet, aber das würde ich mir gerne mal reinziehen. So ein Rechtsstreit zwischen Deutschland und Amazon. Oder Netflix. Da hätte ich echt Bock drauf. Also, da würde ich mir eine Tüte Popcorn holen und sagen: Hey Leute, ich kann heute nicht äh, stream gucken. Ich muss mir die Gerichtsverhandlungen angucken. Also, ich glaube, das ist, äh, da geht es richtig ab. Sind wir das wahrscheinlich? -Agenten, nicht so Guerilla-Agenten, die dann für, für Amazon arbeiten? <laughs> also, ich wüsste auf jeden Fall, dass ich straight die Partei für Amazon ergreife. Deutschland ja. hat, hat, hat keinen Rücken von mir. Es hat wow. leider verloren. Wow. Vielleicht wird das ja noch ein Film. Vielleicht ist das der Plan von Twitch, uns als Maulwürfe quasi hier hinzudrücken. hast du mal deinen Twitch-Vertrag gelesen? Keiner weiß, was da drin steht. Keiner weiß, was er darf Wahrscheinlich Doch. kommt bald der Anruf Du Lass, roten ich Telefon. Du hast ihn tatsächlich gelesen. Was? Ich habe ihn auch gelesen mehrmals. Komm. Ich habe ihn auch gelesen, aber habe nicht verstanden. Aber ja, ihn jetzt kommt <laughs> ich habe ihn auch gelesen. Bling bling bling, die Dollar Zeug. Oh, ich muss wo muss ich unterschreiben? Was, ich muss, was muss ich hier eintragen? Schuhgröße? Was? Mein erstes Kind muss ich abgeben? Ist egal. Blink, bling, bling, bling. und Komm her, Junge, film Mann, geht ab! Ungefähr das. ja. Vor ich glaube, glaub, äh, einige sind da so. Ich glaube, einige sind da so. Ich habe jetzt einen Steuerberater, soll also der den Vertrag lesen gehen, ist mir egal. Du bist ganz schön abgehoben. Ich mache mehr. Ich mach nichts mehr. Mm. Du Ey, bist, zahlt ihr seid... für eure Steuerberater monatlich Geld? Was ist das für äh. eine Frage? Ja, ist die ja oder nein Frage? Ja. War sicher? Ja. Okay gut, weil ich tatsächlich von Leuten gehört habe, bei denen ist es nicht so. Und ich habe mich gewundert, was ich mir für einen beschissenen Deal andrehen lassen habe, dass ich jetzt monatlich auch noch für den Steuerberater zahlen muss. Nee, der, der führt dein Kassenbuch wahrscheinlich. Ja. ja dafür so, ich, ich soll ihm Rechnungen schicken, irgendwie so. Dafür bezahlst du dafür, dass der das macht. Du siehst, du tut mir dich enttäuscht zu haben. <laughs> was ist? Was ist passiert? Was, was habe ich getan, dass Senpai traurig ist? Du sitzt halt Sonntags im, im Plankenschnack, ja? Und du hast so aufstrebende junge Männer. Sag mal, mal so zwischendurch, ja. In der, in der Öffentlichkeit. Da guckt er vielleicht so 200, 300 zu. Mal, mal bezahlt ihr euren Steuerberater eigentlich äh, monatlich? Oder wie macht ihr? Habt ihr wollt ihr die Verträge nochmal vorzeigen? Oder wie ist das? Ja, natürlich, Schilmann. Wir können ja auch nochmal die Bücher aufschlagen und gucken, was wir verdienen, wa? Dann bist ich darf also, du, du bist da ein offen. hier. Ja, natürlich bin ich da offen, aber das fragt man noch nicht in der Talkshow. Das kannst du in deinem eigenen Stream kannst das machen, aber noch nicht auf Sonntag. Ja, aber das hat doch keine Ahnung. Jetzt rede ich doch mal mit, mit erwachsenen Leuten. <laughs> ah. in, der, in der Öffentlichkeit, <laughs> ja. Wahnsinn. Nee, aber ist gut, Filmann. Also schön, dass du A, deinen Twitch-Vertrag nicht gelesen hast und B, ich nicht habe, weiß, Ich habe, ich mache das... als ob ich mal, ich habe, ich habe den letzte Woche, habe ich den gelesen. Jetzt habe ich meinen Twitch-Vertrag nicht gelesen. <laughs> Moment, von wie lange bist du schon Partner? Ich habe ihn vor einem Jahr gelesen. Ich wollte nicht sagen letzte Woche. Ich habe ihn vor einem Jahr gelesen. Mhm. Ich verstrecke mich ja gerade in Dinge, aus denen ich nicht mehr rauskomme. Ich will es jetzt auch nicht erklären. Wir können das verschieben. Müssen wir noch kurz eine Pause machen? Muss ich auf Toilette filmen und Pullover ausziehen gerade? Den Pullover aus. Nee. Du schon am aber es ist sehr heiß geworden in den letzten drei Minuten. <laughs> es, ist, wir haben so, es ist ganz komisches Rauschen. Ich glaube, ich muss die Technik nochmal fixen. Oh. oh, ich glaube, wir müssen... Ja, Regie hat gesagt, wir müssen nochmal kurz umschalten. Oh Mann, Filmman, ey. Ich hab's geschafft. Ja, ja. Ey, aber es hat wenigstens über eine Stunde gedauert, bis ich verbockt habe, oder? Alles gut. Hey, ja. Also, hat keiner erwartet, dass es so lange, dass wir so lange durchhalten. Ja, Danke schön, dass ihr dabei wart, dass man war ein Plan <lacht> <lacht> Oh, Filmman, hey, let's go. Ähm. Um, aber ich würde sagen, weil wir uns ja generell auch äh, mal beim plankenschlag wieder ein bisschen kürzer fassen wollten, lasst uns doch mal in die Twitch-News reinhüpfen, weil du hast da ist... Na, Moment, Moment. Was das willst du denn noch machen? Ja, zum Beispiel das IO Active, äh, oh, hey. du, du hast Life is Strange 2, das wollte ich ganz gekonnt ausblenden. Nee, das wollte ich nicht. Okay. Das hatte ich da nur aufgeschrieben, ob... Ja, Life is Strange 2 wurde angekündigt. Punkt. <laughs> das nicht, also ich drüber reden? Ich habe selbst nicht gespielt. Ich es erstens gesehen... Das ist ein ganz schönes Spiel. Bestellt euch schon mal Vorrat von, von eurem schönen einhorn ja, Dass auch eure Dreams hinhauen. Weil Life is Strange 2 wird richtig intens. Ja, richtig intens. Geht das jetzt Außer von, ihr seid so harte Männer wie der sie dann spielt lieber nicht. Geht es jetzt darum, ja. dass das sehr traurig ist oder geht es jetzt darum, dass es dort Lesben gibt? Dass da es sehr traurig Lesben? ist. Dass es traurig ist. Nee, das ist mir das ist mir zu viel Tränendrüse. Too much. Ich mag so. Trindrüse. Ich habe Home Alone oh. zum Beispiel gespielt und da habe ich mich, das fand ich schön, mich in die Rolle eines jungen, lesbischen Mädchens einzufinden und ähm, zu fühlen, wie es ist halt, weil habe ich noch nie gefühlt sowas. Ich habe da nichts <laughs> gegen. Ähm, ich habe da nichts gegen, wenn mir, wenn, wenn, wenn mir ein Spiel... Auf de, in, über das Medium-Spiel auch mal erklärt, wie es ist, anders zu sein. Und nicht so wie ich halt. Da das finde ich, ist gar nichts Schlimmes bei. Und es ist schön erzählt, dieses Life is Strange. Ich habe das erste Kapitel letztens gesehen. So, so kacke ist das gar nicht, wie du immer erzählt hast. Oh, ich, ich sag, sag nichts. Ne. Leute, wenn ihr mal euer Endes das nach außen kehren wollt und man eine richtige Spülung in den Augen braucht, ne? dann nehmt ihr euch Life is Strange und dann macht ihr euch die erste Folge an und dann holt ihr euch ein Taschentuch, ein Kilo Eis und dann macht ihr mal, dann fühlt ihr euch mal richtig traurig und dann lasst ihr einfach laufen, okay? Und dann die zweite Folge wird noch intensiver. Viel Spaß. Uh, und da kommt die zweite Folge. Oh. Filmmann, hast du Life is Strange gespielt? Ja, ich hab's in der ersten Folge abgebrochen. Ich fand's mega langweilig. Okay. <laughs> ich hab's noch nicht mal gespielt. Keine Ahnung, Mann. Warum werde ich hier schon wieder gejudged? Nur weil ich ein Spiel verteidige. <laughs> wie Und halt alle. Dieses Spiel, dieses. dieses warte, warte, wie, wie sage ich das jetzt? Ähm, weil so viele da sind? Das PMS-Spiel. Egal, wo man rein. Alle. Oh, nee. Ich kann, das ist so. Gar nicht meine Welt. <laughs> wenn, wenn du schon. <laughs> Alle sind so da gesessen und ich denke mal so. Slabby? Ja. Yeah. Ich mochte zum Beispiel auch To the Moon. Das kannst du doch nicht vergleichen. Es war auch ein trauriges Spiel. <laughs> ja, ja, ich fand es. Da äh, habe ich, ich auch ein Träntchen verdrückt. Bei ja, to ja the warte, Moon. traurige Spiele. Es gibt äh, ja, Two Brothers. Ja. So, so, wenn War wir einfach mal. Ach, Spiele. wir reden von traurigen Spielen. Ja. Ja, two brothers. Soll ich dir mal traurig, traurig Soll ich dir mal ein richtig trauriges Spiel nennen? <laughs> Wolfenstein, The oh New Order. Das stimmt. Bleskowicz <laughs> stirbt na, am Ende. Stimmt. Alter, das stimmt. Er stirbt am Ende. Das ist, ist, <Sin> traurig. Das Spiel das ist traurig. Das, das ist traurig. Das ist traurig. Wow. Sieben Stunden lang macht man da die Hölle los, ja. Und dann stirbt man am Ende? Das ist traurig. Spoilerwarnung? <laughs> das Spiel ist drei Jahre oder vi vier Jahre alt. Das ist was für eine Spoilerwarnung. Aber ich verstehe dich, Slappy. Ich kann nicht verstehen. Wirklich jetzt. Und ich verarsche nicht. Das ist schön. Ist halt nichts für mich. Danke für ja. den Spoiler. Wer auch immer das gerade in den Chat schreibt, äh, let's go. Wir sind fünf Jahre im Dings. Ich kann auch nichts dafür, dass ihr. Wie, wie, lass uns doch mal. Oh ja, ich habe Pat Spencer noch nicht gesehen. Der Film ist 30 Jahre alt. Oh oh, oh oh, du darfst nicht spoilern. Das ist erst 30 Jahre alt. Das dürfen Spoiler. wir erst nach 50 Jahre. Stirbt. Also das ist Mumpitz. Come on, chat, please. Danke. Das ist wirklich Quatsch. Hm. Aber das, was du glaub, gesagt hast. Ich glaube, die meinen hast, das selber nicht ernst. Ich glaube, das, was Na. du gesagt, Slappy, äh, das ist richtig. Das habe ich überlesen. Aber das darfst du jetzt gerne reinhauen. Äh, IO Interactive wurde von, von Square Enix äh, laufen gelassen in die Freiheit. IO Interactive ist die ähm, Spielschmiede, die für Hitman zuständig ist, was dich bestimmt interessieren wird, die Sie. Ja. Ähm, und Square Enix hat gesagt, äh, wir brauchen Geld, ihr werdet verkauft und äh, beziehungsweise ihr dürft gehen sozusagen. Ähm, die suchen gerade nach, ich weiß jetzt, ich habe es jetzt, ähm, das ist vor anderthalb Wochen glaube ich rausgekommen. Ich habe jetzt, äh, das Neueste weiß ich jetzt gerade nicht, aber sie waren auf jeden Fall in Gesprächen mit anderen Entwicklern. Ich persönlich muss sagen, ähm, jeder, der es schafft, bei Square Enix rauszukommen, ähm, mein Glückwunsch, weil äh, ich halte jetzt persönlich nicht so viel von Square Enix. Das ist so eine Geldschmiede wie, wie andere Entwickler äh, und hoffe, dass die halt zu anderen, ach, ja, zu anderen, ähm, Publishern kommen, die halt zwar auch diesen, diesen Geld-Charakter ähm, haben, aber trotzdem noch was davon verstehen, wirklich gute IPs zu unterstützen und zu da, da rein zu investieren. Also ich denke jetzt an Sony zum Beispiel, die jetzt auch zwar ein riesengroßes Unternehmen sind, aber die teilweise auch Entwickler annehmen und denen ein paar mehr Freiheiten geben. Ich denke da so an Kojima zum Beispiel, ähm, etc. Ähm, das wäre jetzt so das, das Nächste daran von Square Enix zu Sony zu gehen. Ähm, andere Entwickler sind dann halt auch unter anderem zu Nintendo gegangen oder zu anderen kleineren Gemeinden. Könnte ja sein, dass sie woanders auch ihr Glück finden. Was ich nur hoffe, ist, dass die die IP von Hitman halt behalten und die nicht bei Square Enix bleibt. Das wäre nämlich sehr, sehr traurig. Jo. Das wäre sehr, 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 sehr schlecht. Und dann wäre eine der schönsten Spielserien kaputt. Ja. Was machst du an Weihnachten dann? Nur die anderen sechs Teile spielen. <laughs> ich habe Hitman, ich liebe Hitman. Hitman ist mein, mein Steckenpferdchen. Das großartige Spiel. Oh, wenn ich mich an dieses Jahr, dieses Jahr kann ich mich Weihnachten. Das war ein sehr schönes Weihnachten. Das war ein sehr, sehr tolles Weihnachten. Ich habe das, das war wie, also das, das neue Hitman, muss ich wirklich sagen, da haben sie sich trotz dieses Episodenquatsches, haben sie sich wirklich, holy moly, sehr übertroffen. Also das habe ich noch nie gesehen in einem, einem Computerspiel. So viel Freiheit und so viel Liebe, auch im Detail. Und, äh, ach, du konntest da, du kannst da so, so viel machen. Das Spiel kann, also das ist wirklich mal ein Single-Spiel, -Spiel, wo du, wo du mehrere hundert Stunden rein, reinstecken kannst. Einfach so. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja, aber äh, es wurde wohl gesagt, dass die zweite Season... Ich weiß jetzt nicht, was Sie mit zweite Season meinen. Ob es jetzt ein zweites Spiel ist mit wieder fünf, sechs Episoden oder eben einfach nur ein zweites Jahr von jetzt dem Hitman, wo noch weiter Inhalte, weil die haben ja dieses, dieses ähm, dass jede Woche oder jeden Monat irgendwie neue Inhalte reingepatcht werden, die dann wieder verschwinden, dass du dann quasi in den bestehenden Levels ähm, neue Ziele hast oder so, die du ähm, abknallen musst. Es hat, gab ja zum Beispiel dieses Weihnachtslevel, ähm, das in Paris gespielt hat, wo dann alles so weihnachtlich eingerichtet war und sowas. Ich habe das nicht so ganz verstanden, äh, was sie mit Season 2 meinen. Glaubst du nicht ernsthaft, dass du nur einmal Geld zahlen musst und dann... Die Season 2 auch bekommst, oder? Nee, 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 das meine ich gar nicht. Ich würde jetzt auf jeden Fall die zweite Season, wenn es ein zweites Spiel ist mit neun Episoden, dann würde ich natürlich dafür Geld bezahlen, weil das ja. erste war sehr, sehr gut. Auch wenn ich erst die ersten zwei, drei Episoden gespielt habe. Äh, oh. cool, Ja, sorry. Muss ich noch spielen, weil es hat mir auch Spaß gemacht, was ich bis dahin gesehen habe. Hast du das gestreamt? Um, nee. Na, doch, Paris habe ich gestreamt. Und warum also, hast du nichts gesagt? Wie, warum habe ich nichts gesagt? Dass du das gestreamt hast? Was soll ich denn da sagen? Hallo Dizzy, ich streame Ich habe es nur einen Tag gespielt, weil ich gerade spontan Bock drauf bekommen hatte. Achso, okay. Beim nächsten Mal schreibe ich dir eine WhatsApp-Nachricht. Das wäre super lieb von dir. Du hast aber meine Nummer nicht. Da habe ich deine Nummer. Also, please. Also, wir versuchen jetzt gerade rauszufinden, ob Schlabby schneller Dizzy in WhatsApp schreiben kann oder ob Dizzy schneller seine Handynummer ändern kann, glaube ich. Hallo, ist das was Dizzy. jetzt passiert? Nachricht. Erde, Erde an Dizzy. Oh, Messi, ja, natürlich hast du mal. Oh nein, wieso mache ich denn immer so einen Quatsch mit diesem WhatsApp? Ich muss euch mein Handy, ich glaube, ich schreibe Dizzy jetzt auch eine Nachricht. <laughs> Man sollte niemals leichtfertig mit seiner Tatsache, ich gehe kaputt. Oh, oh, ich weiß noch, als ich Dizzy das erste Mal in WhatsApp geschrieben habe? Und er so also meinte, was? Wer bist du eigentlich? <laughs> und jetzt werde ich über WhatsApp zum Plankenschnack eingeladen. Wir sind einen, einen weiten Weg gekommen. <laughs> naja, großartig, Philmann. Also es hat sich gemacht. Also ich warte auf den Tag, dass irgendein Nils von Twitch mich anruft und ich drangehen kann. <laughs> Im Auto. Oh, die Shots, hey, die Shots. <laughs> ja, das kann ja mal passieren. Hey, komm! <laughs> Aber ich finde schön, dass mein Chat die, die Nummer von, von Sigi Lentes auswendig kennt. Großartig. Ja, die Nummer muss man sich merken, die macht einen Reich. Nee. Das stimmt nicht. Ich habe ja kein Geld. Ja. Ich wie im realen Leben. Schön. Es ist ein, ein Fest immer. Es ist ein Fest. Aber ich glaube, jetzt können wir wirklich zu den Twitch-News übergehen. Und Leute, da äh, wir sonst nichts oder was? Nee, das ist, wir, wir haben heute... Wir, es ist ein sehr seichter Sonntag. Aber ich, Das ist halt... Risk of Rain 2 wurde angekündigt. In 3D. In 3D, ja. Der Risk hm. of Rain 1 leider nur ein paar Mal gespielt. So. Es hat, hat eine phänomenale Musik, Mann. War ja. richtig nice. Gut, die Musik kann ja auch in 3D gut sein. Also... Äh, bevor wir, bevor wir äh, Slappy-Sein-Sortiment äh, reinhauen, da wir ja wirklich, also es ist nicht viel passiert, es ist im Sommer, Sommer ist ruhig und äh, großartig, so sind auch keine, keine Wellen geschlagen und da wir nicht 100 Stunden über GDA reden wollen. Äh, wenn ihr Bock habt, Leute, ihr könnt äh, im Twitch äh, bei, bei Dings hier bei mir, könnt ihr im Channel Plankenschnack eure Fragen stellen. Auf die gehen wir äh, natürlich näher noch ein. Und ihr könnt das auch gerne bei Twitter machen unter Hashtag Plankenschnack. Also, wenn ihr da Bock habt, uns zu erreichen und uns jetzt noch was zu fragen, dann haut rein. Gebt Gas. Bitte. Wir sind da offen. Und dann, Slappy, würde ich dir, glaube ich, das Mikrofon übergeben. Dankeschön. Es kommen jetzt. Die Twitch News. Und zwar in den News erreichen mich gerade. Custom Bit Badges wurden äh, freigeschaltet letzte Woche, sind jetzt live. Wer nutzt es von euch? Ich. Und? Sieht süß aus. <laughs> Was willst du hören? Niedliches kleines Ding vom Namen. Ich habe einen Geist und einen kleinen Totenkopf und, und ja. Hab ich gepixelt? Niedlich. Du alleine? Hm. Die Nachte lang. Die Nächte lang. Hm. Ja, ist ein bisschen schier. Aber ich habe selbst gemacht. Äh. Ich glaube, ich habe fünf. Vier oder fünf habe ich äh, gemacht. Sieht süß aus. Also, ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, es wird mir langsam ein bisschen zu viel mit allem Customizen. <laughs> Man kommt ja gar nicht mehr hinterher. Es ist wirklich echt viel zu viel. Die, also, die kreativen Menschen kommen nicht hinterher. Die, die, die Artists kommen nicht hinterher. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, aber ähm, da ist äh, lange kam Wartezeiten. Kamen die jemals hinterher? Ja, schon, schon eher. Momentan stockt es überall. Ja, hallo, weißt du, wie viel Motz sie zeichnen müssen? Ja. Ich habe letztens acht Buden reingereicht. Also, das ist schon, da, also da ist ordentlich was zu tun, ja. Dann die Aber Custom so ein, Badges. Nimmt man nicht einfach happy Mods von Dr. Disrespect und mal die um? Wer macht denn sowas? Nee, weil ich, weil ich Lösch dich eigentlich nehmen wollte in, in, in Rot. So in Pink. Nee, in Pink finde ich gut. Also, Grün ist Pink jetzt auch ist schon weg, ne? muss dir eine andere oh Farbe suchen. Man. Ja, hab ich mitbekommen. Aber Pink ist so anti-Ich, das finde ich schon, anti-Made. -anti finde ich gut. Das gibt sicher noch nicht. Lösch dich. In Pink. Nein, ich mach's in Violett. Ha! Ich hab's. So, Twitch Violett. Gut, weiter geht's. Ich mach die Lead Yourself. <laughs> okay. Also, äh, ähm, ich, das ist schon. Ich, ich, ich ja. hab sogar einen. Warte mal. Ach ja, den finde ich jetzt nicht. Ich habe einen Liedstich tatsächlich gemacht bekommen. Echt? Ja. Liedstich? Liedstich, ja. Im Stil. Perfekt. Ja, Gelbe dann, Schrift, roter Hintergrund oder so. Ja, dann genau. nimm das doch. Ja. Liedstich. Liedstich. Komm auf ins Gesicht, Krass. Das ist so eine Mischung aus Hass und Bewunderung. Aber bei <laughs> Slabby ist dafür alles so. Ist das alles. <laughs> also, ist eine andere Mach ich jetzt als neues 25 Euro. Gönn dir. Ja. Wow. Liedstich. Ich hab aber ist übrigens es immer noch keine Bits eingeschalten. Ich hab die immer noch nicht. Wahrscheinlich steht im Twitch-Vertrag drin, wie man die anmacht, aber wer Einfach hat die? Einfach auf den Knopf GD drücken. Also? Einfach auf den Knopf drücken, du Pfeife. Ich weiß nicht. Ich ich bin noch kein großer Freund von Bits. Ich glaube, das ist immer noch tatsächlich diese, diese erste Reaktion, die sich bei Memis eingesessen hat, was den, was den Share angeht. Dass ich kriege die Bits, die im Chat sind, klar, aber der User zahlt halt drauf. Und, und da es immer noch keine Kreditkarten in Deutschland gibt, ist für mich Bits noch kein Thema. Selbst mit Kreditkarte ist es zu viel. Also die Gebühren sind horrend. Also. Ich, ich, ich persönlich möchte davon abraten und deswegen, was, was willst du denn mit Batches? Also das Ding ist halt, äh, mittlerweile ist das ja so, dass Leute nachher aussehen wie ein Tannenbaum. Also du, du kannst denen ja schon einen Tannenbaum ans Bein binden. Und mittlerweile kaufst du ja was. was, was du An Emot, Chris, ja? Also wenn ich mir überlege, wie wir jetzt mittlerweile habe, ich habe ich hab schon gar keine Idee mehr. Ich hallo, ich habe Badelatschen als Imot. E Badelatschen. Du hast keine Ideen mehr? Nee. Ja, aber das okay. benutzt doch sowieso keiner. Also, wenn ich jetzt ganz ehrlich sage, äh, bei mir wird das, das Herz genommen. Nehmt mal alle bitte eure, eure, eure Lieblings-Emotes, egal von welchem Streamer, aber nur eins, was ihr sehr viel und oft benutzt. Und dann werdet ihr feststellen, also, es ist sowieso nicht so. Also, bei mir zumindest ist es nicht viel. Habe ich zumindest das Gefühl. Was willst du hier mit 50 Emotes? Und dann hast du noch äh, Custom-Dust-Batches Custom und hier-Batches und. Das ist schon ziemlich krass. Okay, das, das Chat gemacht Oh, das, was Ron gepostet hat, ist ja hübsch. Schnell postet Roller. <laughs> da zieht uns keiner. Schnell. Wow. Bis ich herausgefunden habe, dass das dein Mode ist, hat das eine sehr lange gedauert, Phil. Hast du gesehen, dass die bieber Bros ja. auch eins gemacht haben dazu? Nee. Ich muss es dir zeigen. Ich weiß nicht, ob du es jetzt sehen kannst in diesem Chat, <laughs> aber Achtung, es kommt. Da war es von Rico. Ja, habe ich gesehen. Haben sie dir das geklaut? Nein. Wir haben gesagt, dass wir mal so ein Shared-Emote machen wollen und haben sie einfach gesagt, sie nehmen dieses Roller-Emote und malen das um. Und das okay. ist sehr süß geworden. Es ist besser als das Original-Emote, <laughs> aber das sagen wir keinem. Wow. Okay. Wir Zum haben dem letzten Podcast mit Now Simon gehostet und er war auch sehr verwirrt. Irgendwo wurde dieses Emote mal bei einem Ami gepostet, also das Original-Emote, und er meinte, was das sein soll, ob das ein Presslufthammer ist oder was. <lacht> 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 gut, ja, Emote-Game ist strong bei mir, alles gut. Okay. Aber äh, Slabby macht doch weiter, wenn die Leute sich hier. Wenn sie Gas geben. Ja. Ähm, genau. Also ich, ich muss sagen, ich finde deine auch sehr süß, by the way, Sally. Deine Custom Oh, danke schön. Süß. Ich habe sie nicht genommen, weil bei mir wären es drei, vier Leute, die dann eine Bitbatch haben. Ich finde es mhm. schade, dass die Kleinen, dass, es, dass, dass die Kleinen nicht dazu genommen worden sind, sondern dass es erst ab 10 Dollar Ja, genau. Das erst dann. Das Bitbatch einsetzt. Meine Idee war ja eigentlich, das Verified für ein Für Deine Bitch? -Bit -Badge eine eine Bitch. Hm. <laughs> für ein hm. Bitbatch. Freutscher hm. Versprecher. Bitch -Bad. Ähm, genau, zu benutzen. Damit alle bei mir verified sind, wenn sie mir ein Bit spenden. Ähm, Aber was? kann man das ja ist. erst ab 1000 und 10 Euro dafür zu bezahlen, dass man verified ist, nur in einem Channel, finde ich ein bisschen teuer. Ja, ähm, in, auf Twitch läuft momentan Mr. Rogers' Neighborhood. Hm? Das ist etwas, was hier, glaube ich, niemand kennt, weil es hier niemals gelaufen ist. Es ist aber für die Amis äh, wohl eine sehr, sehr nostalgische Sendung, weil das wohl über 20 Jahre oder so halt äh, morgens, samstags, glaube ich, äh, lief im Fernsehen und es halt eine Kindersendung war. Es hat im... im Glaube ich, in den 60ern angefangen in Schwarz-Weiß und lief halt tatsächlich. Ähm, das ist sowas wie, glaube ich, Sesamstraße oder. Die singen oder da ganz wundervoll. was, genau. Ich habe nämlich mal reingeschaut. Die singen dort ganz wundervoll. Das war echt schön. Ja. Die läuft gerade im Marathon 800, noch was Folgen. Läuft, glaube ich, bis Anfang Juni noch. Ähm, war ganz süß gemacht, weil in der Schwarz, als sie noch die Schwarz-Weiß äh, Folgen gezeigt haben, wurde dann halt Twitch, ganz Twitch auch schwarz-weiß. Das war ziemlich cool gemacht, fand ich. Ähm, aber ja, ich finde es schön, dass Twitch dann auch so Special Effects mit reinbringt. Hm. Aber ich habe gemerkt bei Mr. Rogers, dass mich N24 und ZDF... Info, glaube ich, geprägt haben. Immer wenn ich Dinge in Schwarz-Weiß sehe, erwarte ich eigentlich direkt, dass irgendwo ein Hakenkreuz auftaucht und das eine -Dokumentation <laughs> ist, so. es eine Hitler-Dokumentation ist. Es ist wirklich, es ist, es ist nicht meine Meme so. Ich gucke mir das an und ich finde es irgendwie schon ein bisschen unangenehm, so vom Grundton. Ich kann Schwarz-Weiß nicht das mehr ist anstreben. Die letzten paar Wochen jetzt in Schwarz, okay. Schwarz-Weiß, gut, okay. Vielleicht ist das auch Orange daran, dass ist in Black and White bei dir. Hm? Bitte? Du siehst Clockwork Orange in Schwarz und Weiß bei dir. Das ist so, ja. Okay. Ach, Phil. Ähm, äh, dann, am 26. Mai findet auf Twitch, Twitch Unity statt. Das ist ein großer Thementag, wo wir uns alle lieb haben und uns alle ähm, im Kreis reden um den Maibaum herum und uns anfassen können. Angezogen, weil es ist ja amerikanisch hier. Du fasst ähm, mich nicht an. Ich fasse dich sowas von an. Aber sowas ich von nicht. Wenn ich irgendwen anfasse, dann dich. <laughs> nee, was ist das? Äh, ja. Also, es ist ein Tag, an dem die Diversität dieser Plattform gefeiert wird. Diversity und wie heißt das andere Wort? in, in Inkl Inklusion. Es ist ein Tag, um Inklusion <laughs> zu feiern. Ich verstehe es nicht. Ähm. Naja, Diversity ist im Prinzip ein Name, den man quasi Dingen gibt, wo halt Leute aus allen Communities ähm, implementiert werden. Also Leute, die anders glauben, die auf andere Geschlechter, äh, auf gleiche Geschlechter äh, stehen und so. Es soll ein Thementag werden, an dem ganz viel Bleed Purple gepostet wird. Es gibt ein extra ähm, Emote. Das äh, Global-Emote, das ab dem Tag es geben wird. Das ist, der IC wird sich da sicherlich sehr freuen. Es ist, wie geht das? Dieses äh, cringe Emote hier mit zwei Händen. Also, ich finde das ziemlich cringy. Also das da? Ja, genau. Das, das ist ein Herz. Global-Emote. Ja, ja, genau. Genau. In lila, glaube ich, lila Hände oder so. Oh. Das wird ein neues Global-Emote oh. an dem Tag. Und keine Ahnung. Ich glaube, sie wollen da was kompensieren was sie mit der ARL-Sache ähm, ins Leben gerufen haben, habe ich das Gefühl. Mal sozusagen. Also ich du meinst, es so, ist ein so PR-Move, oder verstanden. was? Ja, er klingt sehr danach. Vielleicht auch einfach, weil neben dem YouTube-Kommentarbereich öfters mal auch Twitch, ähm, der Twitch-Chat allgemein als allgemeine Instanz, äh, öfters mal für äh, nicht so nette Kommentare gegen solche Communities auffällt. Ja. Aber das sollte doch jeden Tag so sein und nicht an einem bestimmten hm. Tag. Naja, da wollen, will man es ja feiern. So. Weihnachten ist auch das Fest der Liebe. Ja, Das ich heißt auch ja nicht, nicht dass an 364 Tagen wir uns alle hassen. Ne? <laughs> also, so ist es zumindest gedacht. Es ist ein Fest der Liebe von Twitch. Und okay. Bla. Ja. Blabliblub. Viele Freude, Eierkuchen. An genau. was für ein Datum? 26. 26. Oh, also jetzt dann. Ja. Hier ist, am Freitag. Mal, ich, ich verlinke den Link nochmal. Ein ähm, Glück, dass ich freitags nicht streame, sonst muss ich nett sein. Leute, am, am Freitag. Am, am Freitag. Der 26. Gibt's nur Sigi Schelle. Kein anderes Emote. Nur Sigi Schelle. <laughs> ich, möchte, ich möchte kein Bleed Purple. Ich möchte nur Sigi Schelle. Am Freitag. Okay? Also nicht, weil ich dagegen bin, sondern weil wir und so lieben, okay? Wir lieben, uns, wir lieben uns 364 Tage im Jahr. An diesem Tag machen wir das genau andersrum, Leute. An diesem Tag machen wir Rambazamba. Freitag, am Freitag geht's ab. Anarchie! Nee, das nicht. Aber am Freitag geht's ab. Sind die Plattform an. Komm, du bist bei uns ein bisschen ist. wie mein Papa. Wie ich? Mhm, an diesem Tag, es, gibt, es gab so einen Tag, da haben alle Leute in Deutschland für eine Stunde das Licht ausgemacht. Mein Dad ist in den Keller gegangen und hat Baustrahler geholt. <laughs> Du bist, du bist genau oh. wie mein Papa. Habe ich tatsächlich auch getan an dem Tag. Also nicht mit Baustrahlen. Komm mal vorbei, du wirst dich mit ihm super verstehen. Ja. <lacht> <lacht> Dann Nein. Dann muss ich Gott. ihm aber erstmal erklären, warum ich Kindergarten geschrieben habe. Ich finde das so ein bisschen auf Rebellion gebürstet zurzeit. Das tut mir leid. Es ist aber, es ist ja nichts Böses. Aber ich, bei mir ist das, ich liebe meine Community das ganze Jahr über. Jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde. Körperlich auch. Ja, sicher. Mit vollem hm. Einsatz. Ähm, passt aber auch ganz gut, äh, wegen Twitch-Chat und ist ja meistens nicht so der äh, Vorhängeschild in großen Streams ähm, für, für Akzeptanz und Tol Toleranz. Ähm, der Automod 2.0 ist erschienen. Ja, das ist ah. gut. Unter anderem kann der jetzt Auto-Learn, eigentlich das, was ich beim ersten Mal schon erwartet hatte. Das wurde jetzt in der zweiten Version ähm, implementiert. Das heißt, wenn ähm, Automod, kurz nochmal zur Erklärung, das nutzt in Deutschland kaum jemand, weil er noch nicht so auf die deutsche Sprache ähm, geeicht war. Ähm, das ist ein, ist ein eigener Bot, mehr oder weniger von, von Twitch. Den kann man direkt in den Einstellungen anmachen und alles, was irgendwie... Ähm, es gibt verschiedene Level. Ich glaube, bis Level 3 oder so geht das oder vier sogar. Ähm, je nachdem, wie streng er sein soll. Und ähm, je nachdem, was halt geschrieben wird, wird das eben aus dem Chat erstmal rausgenommen. Die anderen ähm, können das nicht lesen, sondern Mods müssen das erstmal bestätigen, was geschrieben worden ist, dass das dann tatsächlich auch gepostet werden kann. Ähm, hab ich kurz angehabt, hab's danach wieder ausgemacht, weil jedes Mal, wenn jemand Jap zum Beispiel in den, Stream, in den Chat geschrieben hat, wurde das äh, rausgenommen und jedes Jap. Wenn jemand statt ja Jap sagen wollte, wurde rausgenommen, weil es halt auf Englisch ein Schimpfwort ist. Ähm, für Leute asiatischer Herkunft. Und deswegen wurde das ständig rausgepercht. Ähm, mittlerweile gibt es eine Auto-Learn-Funktion. Wenn jetzt jemand Jap in den Chat schreibt, wird es rausgenommen. Ein Mod kann das dann erlauben. Dann bleibt das, glaube ich, für fünf Minuten erst aktiv. Das heißt, die nächsten fünf Minuten wird das Wort Jap nicht mehr rausgenommen. Ähm, dann wieder, dann muss wieder ein Mod bestätigen, dann wird es für eine Stunde rausgenommen. Nach der Stunde wird es wieder gepercht, dann für eine Woche, bis es irgendwann nach einem Monat, glaube ich, für immer so bleibt. Also wenn es fünfmal bestätigt worden ist, glaube ich, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, dann bleibt ein Wort auf der erlaubten Liste. Also ich habe das jetzt mal angemacht, ne? ich würde testen das jetzt einfach mal. KDA ist ja braucht ja auch ein bisschen Moderation. Vielleicht entlasten wir die Mods. Also ich habe ja, das ich jetzt mal. Ich weiß nicht, angenommen. ob du sie entlastest, weil jedes Mal, wenn irgendwas was theoretisch nur beim Automod irgendwie eher komisch findet, ja. <laughs> so viel dazu. Ich weiß Nein, nicht, ob du das jetzt nicht. siehst in deinem Chat, aber <laughs> da läuft ziemlich viel Jab gerade so in Blau an bei mir vorbei. Und wenn es jetzt einmal approved worden ist, dann bleibt es für fünf Minuten ähm, approved. Jetzt schreiben alle Penis. Ja gut, das kannst du gleich rauslassen. Siehst du, jetzt geht's. Und das bleibt jetzt fünf Minuten. Nach fünf Minuten wird es dann wieder äh, getimeoutet, beziehungsweise rausgenommen. Es ist ja eine andere Funktion. Ja. Ja, cool, funktioniert. Finde ich gut. Lass mal an. Ja. Macht vielleicht auch Sinn, wenn man gerade so GTA RP hat und da ständig neue Leute reinkommen und halt super viele Leute auch da sind ne ich meine Slavy bei uns wird das wahrscheinlich recht wenig jucken weil einfach das überschaubar ist im Chat ne ja eben wir spielen halt kein GTA RP noch nicht noch nicht drei Wochen dann habe ich mein Whitelist Gespräch <laughs> hast du dich schon angemeldet drei ja, Monate dann habe ich mein Whitelist Gespräch nee, hast, du, hast du dich schon angemeldet dann lese ich mir wenigstens die AGBs bis dahin durch hast du dich schon angemeldet 2019 streamen wir dann mal GTA. <laughs> Ach so, jetzt habe ich das verstanden. Okay, willst du nicht gut? Okay, I got it. Uh, Slippy? Ja, so viel zum Automod. Äh, irgendwas mit der Blocklist war auch noch, aber das habe ich nicht so ganz verstanden. Bei mir ist es zumindest nicht so, aber ich bin ja auch selber Mod und Streamer in meinem eigenen Stream. Die Blocklist wurde halt jetzt wird jetzt sozusagen vom Automod ähm, übernommen. Also, alles, was auf deiner, eurer Blocklist steht, wird halt nicht mehr mit Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen rausgelöscht, so wie ich das verstanden habe, sondern, oder so wie es sein sollte, sondern wird eben vom, vom Automod rausgeholt und muss approved werden. Äh, das Problem ist, ich habe heute zum Beispiel ausprobiert in meinem eigenen Kanal, aber ich bin auch in meinem eigenen Kanal, habe was geschrieben, was bei mir verboten ist und bei mir stand halt Sternchen. Ähm, das ist schon immer so. Ja, das weiß ich. Das soll ja auch so sein. Das nutze ich ja auch zu meinen Gunsten. Also zum Beispiel ist bei mir ähm, jedes Joy-Emote, was halt gepostet werden kann, auch zum Beispiel von, von ähm, Soda hin, der hat auch eins. <laughs> es steht bei mir auf der Blocklist, weil ich dieses Emote nicht sehen will. Ähm, ich hätte jetzt ein Problem damit, wenn Leute das posten und deswegen vom Automod rausgenommen werden. Ich würde es weiterhin mit Sternchen, Sternchen, Sternchen haben. Ich würde das gerne so einstellen, dass es eben nicht geblockt wird. Hm, okay. Das Wie sieht das Maut aus? Kann man das mal im Chat gerade sehen? Was ist denn dein Trigger? Ich, ich verstehe es nicht. Was ist das Problem? Ich weiß gar nicht, um welches das geht. Ah, ist das, das was gerade Mari gerade postet? Ah, okay. Wer? Die Evolution des XD ist okay. Ja, ich, ich fühle das. Das ist nicht. XD in, in Gelb. Das, das XD. Ach so, dieses Grinsen mit Tränen. Ja. Und das, das stört nicht. dich? Das stört mich. Warum? Moment was mal, um ist? welches Emote geht es? <laughs> um Weil das Smiley mit Tränen in den Augen? Ja. Das ist pass auf, 1, pass auf, mein, ich mein, mein Hintergrund ist. dahinter ist, Leute, du, du schreibst Leuten was Lustiges bei WhatsApp. Sie sitzen, lesen es und machen <laughs> und posten dieses Emote. Was hast denn du für komische Menschen? Wenn ich das poste, bin ich mich gerade am, am kaputt lachen. Ja. ja. Das ist dann, für dafür ist es ja auch gemacht. Aber Leute benutzen ja. es so hochfrequent, dass es mir einfach irgendwann angefangen hat, auf den Sack zu gehen und ich es nicht mehr sehen kann. Okay. Ja, so hat jeder. Aber das ist meine Persönlichkeit. Ich will euch ja auch nicht vorschreiben, welche E-Mails ihr nutzen wollt, außer in meinem Chat. Da dürft ihr es nicht benutzen. Ich bin Mod, ich darf das, ne? <laughs> Ach, schön. Nee, bei dir wird es ja auch zu Sternchen, Sternchen, Sternchen gemacht. Ich finde einen Weg. Hm. Bitte dich aber, Slavery, mhm. tatsächlich. Aber das interessant, das wie jeder Weg, den es gibt, wie gesagt, selbst Soda selbst Poppin hat ein sub emote Das habe ich auch da drauf geschrieben. Gibt's das heißt, keine heißt wir es schon bei der Sache sind, finden. Gibt, ja. gibt es, habt ihr selber so ein kryptonit emote ähm. äh, Kappa, ich lese Kappas nicht. Siehst du. Ja, ich lese sie einfach nicht, weil Menschen damit nicht umgehen können. Die schreien, Hallo, Kappa, wie geht es dir? Kappa? D -d 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 Kappa. Und ich überlese sie prinzipiell, ich sehe das Kappa-Emote nicht. Oh, will man stark am überlegen, ob er das jetzt sagt, damit er so eine Community. <laughs> äh <laughs> Tatsächlich habe ich mittlerweile alle Emotes, die ich früher nicht sehen wollte, ähm, habe ich mittlerweile äh, selbst übernommen. Ich habe mich gestärkt. Kann aber gerade eine Geschichte erzählen. Du hast dich geschwächt, Bruder. Äh, nicht gestärkt. Gab es, es gab du, du hast wahrscheinlich angefangen, es ironisch zu benutzen. Ja, das ist genau das, das. Aber du bist noch jung, du musst das lernen. Du musst das noch lernen. Das ist genau das. Deswegen nutze ich es auch nicht ironisch. Um, das ist das der Weg zur dunklen Seite. Es gab ja. mal eine Plattform namens Hitbox, eine Streaming-Plattform, und die hatten Weihnachts-Emotes gemacht. Und das ist, also ich glaube, ich habe im Internet nichts Schlimmeres gesehen als das, denn es gab, wie man halt bei Weihnachten das kennt, es gab einen Stern, der normalerweise oben auf einen Weihnachtsbaum gehört. Jetzt sah dieser Stern aber eins zu eins aus, wie das Ding, was im Dritten Reich Leuten jüdischer Abstammung angeklebt wurde, dieser, dieser Stern. Ihr wisst, wovon ich rede. Und ich, ich, ich sage euch, es sieht eins zu eins genauso aus. Und das war so also das Sub-Emote, das mich wirklich getriggert hat, wenn ich das da. Äh, sub -Emote, Das war das oh. Global Emote of Hitbox, das mich wirklich getriggert hat, wenn ich das gesehen habe. Das, hat mich, das fand ich schlimm. Ja, gut. Aber warte mal, wo, wo ist nochmal der Sitz von äh, Hitbox? Oh, das heißt jetzt Smashcast, ich bitte dich. A Azubu, keine Ahnung. Wo sitzen die nochmal? Österreich. Ich glaube mm. in Wien. Mm. Really makes you think, huh? Ja. Yeah. Coincidence? <laughs> I think not. Gut. Okay, also äh, Leute, falls ihr diese eloquenten jungen Männer nicht versteht, ich verstehe sie auch nicht, was der für einen Scheiß von der Frau ist. <laughs> ich nicht hab's voll ja, ich, ja, halt nicht erklärt gerade. Bruder. Zu ja, wo sind wir denn hier? In der Gosse oder was? Könnt ihr, ey, Bruder, <laughs> you make you think, <laughs> Wie ein Hollywood-Film oder wie oder was? Wir reden nur Englisch. Ah, ja, Sorry. Ich, ja, ja, ich sehe schon. Okay. Na, dann mach doch mal Titan Souls äh, free from Jetzt Twitch ist das ja Prime. Haben wir ja auch schon gesagt. Titan Souls <laughs> ist gerade frei. Also, frei. <laughs> Kostenlos. Gibt es für Umme? Oder ist das schon zu sehr gosse? Ähm, Gibt es gibt's für, für, für nichts? Also, für 0 Euro kann man es, wenn man denn äh, Twitch, ähm, wie sagt man? Wenn man, wenn man ein Twitch-Premium-Kunde ist. Ich muss Prime sagen. Prime ist Englisch, aber ich muss Prime sagen, weil es so heißt. Das ist Prämme. ein Name. Prime. Ähm, wenn ihr Twitch Prime habt, könnt ihr euch das jetzt kostenlos freischalten und über die Twitch-App runterladen und es spielen. Und ich sage euch eins, wenn ihr einen Controller für einen PC habt, spielt es. Es ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Mhm. Übrigens ist gerade auf Dampf auch das Entwicklerwochenende bei Rückschritt Revolver Digital. Also, da sind auch viele Titel, wie zum Beispiel Titan Souls, das mhm. von denen veröffentlicht wurde. Stimmt, ähm, auf Ja, da habe ich schon lange nicht mehr geguckt. Titan Souls 2, schön wäre es. Titan Souls, super Spiel. Habe ich sehr, sehr viel gespielt, sehr gemocht. Äh, kann man, wenn man gut ist, relativ schnell durchspielen. Der Entwickler mhm. hat sich aber zum Release paar Feinde gemacht. Er hat einen sehr bekannten Kritiker namens Total Biscuit äh, auf Twitter ein bisschen angebeeft. Äh, die haben sich ein bisschen gekabbelt. Deswegen lest ihr eventuell auch in manchen Reviews äh, dazu was. Das hat das Spiel, glaube ich, ein bisschen gedrückt in der Bewertung später. Mhm. Verständlich, aber es ist ein sehr gutes Spiel, super ja. Spiel. Also es gibt ein Achievement dafür, dass man das in 20 Minuten durchspielt. Es besteht oh aus reinen Bosskämpfen, kann man noch dazu sagen. Und ähm, hast du alle Achievements? Bin ich bekloppt? <laughs> ich habe es mal versucht, aber, ich hab aber ein bisschen. Ich habe. Es gibt ja so, so einen Boss, weißt du, den musst du äh, in den in dem in dem Popo und 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 so. Also ich habe ein paar Achievements gemacht. Und äh, ich finde es groß, also ich habe es einmal durchgespielt und ein paar Achievements gemacht, aber in 20 Minuten durch, ich, 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 ich schaffe den ersten, das ist halt ein bestimmt. Ne, du lernst. Und, und, und äh, ich habe damals sehr viel äh, Witwigs äh, dabei zugesehen, weil er halt äh, zu den Speedrunnern gehört. Und da war das schon sehr interessant. Für mich ist der der, der, ähm, der pilz der ist halt. Oh. Aber ein tolles Spiel. Also, sollte man sich angeschaut haben, wenn man sowas mag. Ist großartig. Ich habe viel Spaß dran fehlen gehabt. Vier noch. Vier von 27. Echt? Nur noch? Hm. Holy, aber die 20 muss, Minuten fehlen dir, ne? Ich muss den Iron Mode durchspielen. Ich muss hm. alle Dinger in Iron Mode durchspielen. Ich muss das Ding in 20 Minuten durchspielen. Und, Und ohne Rollen? Muss, äh, ist das nicht der Iron Mode? Nee, du kannst so viele verschiedene Sachen. Sobald man das einmal durchgespielt hat, kann man verschiedene. Ähm, Herausforderungen selber aktivieren in dem Spiel, sodass man auf einmal nicht das mehr Ding ausweichen ich kann. Das Ding ohne Rollen habe ich. Oh, cool. 0,4% der Leute, die ha dieses Spiel haben, haben dieses Achievement, aber ich gehöre dazu. Das komplette Spiel ohne Rollen durchspielen? Nicht das waren schlecht. Also. Drei sehr einsame Abende. <lacht> <lacht> Großartig. Sollte man sich mal anschauen. Lohnt sich. Wenn man so etwas mag und Frustresistenz ist. Ich habe an diesem Magma Boss Ewigkeiten gesessen, dieses Küken. <laughs> Alter Verwalter. Entschuldigung, ich musste dir das noch mal sagen. Ja, es Oh, ich oh. quatscht, quatsch ruhig. über Titan Souls. Ich habe es leider nie durchgespielt. Das ist mein 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 Schuld, meine Schuld, aber ich spiele ja nicht, nichts durch. Ich habe die letzten zwei Wochen in, im Stream Spiele angefangen und nicht durchgespielt. Viel angefangen ja. und hast nichts durchgespielt. Ja, ich wollte halt ich hab ein bisschen Bild angucken, weil es halt zu viel hab's gibt. Durchgemalt. Ja. Aber das kommt das ist normal, Slabby mit der Zeit, ja. weil du so viel spielst, dass du einfach gar keinen Bock mehr drauf hast. Jetzt, jetzt habe ich wieder ich, was, was ich spiele und lange spielen werde. Ist bisschen. Man wird halt so ein bisschen überdrüssig. Ja. Und dann gefällt einem nicht mehr alles und naja. Ja, aber du das, du sagen, dafür habe ich eigentlich GTA angefangen zu streamen. Was bitte? Willst du sagen, dass du kein GTA mehr streams ab nächster Woche? Ja. Heute war der letzte Tag. Wegen Sendelizenz wahrscheinlich ne? Ja genau. Hm. Oh Gott. Also es kommt, ich kann das ja nicht mehr machen. Also das Ding ist halt, da war. Äh, ich will, ich will halt kein Reichweitegeier sein, ne? Ja. Ich will kein Reichweitegeier sein. Also es ist Ach, letzte jetzt ist es spät. letzte spät. Tag ist also gewesen. Schon noch Bitte? Jetzt ist auch zu spät. Ja, aber nee, geht ist vorbei jetzt. Vigilantes <laughs> ist es, äh, tot. Hm. Ähm, letzte, letzter Punkt der Twitch-News. Ähm, Twitch forciert momentan so ein bisschen äh, den Lifestyle-Bereich, was ich sehr interessant finde, aus einem anderen Blickwinkel heraus. Die zeigen jetzt seit zwei Wochen, ich glaube, zwei Folgen haben sie schon gezeigt von Fresh Stock. Ähm, ich gucke es nicht, was mich nicht interessiert. Das ist irgendwie eine, eine Stundensendung, also eine Sendung von. Ich glaube, die dauert eine halbe Stunde oder eine Stunde, wo sie über Schuhe reden. So, die laden sich Leute ein und zeigen verschiedene äh, Adiletten. Also im Prinzip ist Twitch momentan sehr, sehr voll von Schuhen, das ist mir jetzt aufgefallen irgendwie. <laughs> ich war Stimmt. eben gerade auch. Adiletten? Was? Ey, das heißt nicht Adiletten, du Arsch, das sind Segiletten. <laughs> ja, und Twitch zeigt auch momentan Schuhe. Schon wieder so ein Zufall. Ähm. <laughs> I'm sorry, aber Sigilletten sind all over the place. Ja. Wie ihr das so sagt, ihr Fashion-Jungs. Coincidence. Ähm, genau, und der, der Twitch zeigt halt jetzt in ihren, in ihren Twitch-Weekly oder wie die heißen, zeigen sie halt jetzt diese Fresh-Stock-Sendungen. Interessiert mich jetzt wirklich gar nicht, aber ich finde es interessant, dass Twitch selbst jetzt den Weg in Richtung Lifestyle ein bisschen forciert. Ich habe so ein bisschen, ich möchte jetzt nicht Twitch irgendwas ankreiden, aber es kam IRL raus, wo alle Leute gedacht haben, oh nein, jetzt kommen die ganzen Lifestyle-Kanäle. Es kam ganz anders. <laughs> nicht unbedingt besser für Twitch, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und jetzt kommt halt Twitch mit sowas, wo sie quasi so ein bisschen vielleicht, eventuell, so ein bisschen, guck mal, was ihr auch in IRL machen könntet. <laughs> So, ähm, ihr könntet Halls zum Beispiel veranstalten in IRL-Streams. Und das etwa zu einer Zeit, wo auf YouTube Werbepartner abspringen? Hm. Komisch. Wow. Zum Beispiel hm. H3H3, ein sehr, sehr großer Kanal auf YouTube, der momentan beklagt, dass sie ähm, auf YouTube kaum noch Geld bekommen, ähm, weil alle ihre Videos halt geflaggt werden und nicht mehr beworben werden dürfen. Also keine Werbung mehr darauf geschaltet werden darf. Die kommen jetzt auch zu Twitch unter anderem rüber. Und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Twitch äh, sich so in den Bereich Lifestyle ein wenig mehr einquetschen möchte. Ich möchte jetzt nicht, ähm, ne? Zu viel ähm, Aluhut und so. Aber es klingt schon ein bisschen so. Ich weiß nicht. Was sagt ihr dazu? Ja sollen sie machen? Ist gut für die Seite, ist gut für uns. Sobald Casey Neistat live mit dem Boosted Board durch New York fährt, bin ich dabei. Let's go. Let's go. Ja für CNN, oder nicht? Ja, ist, juckt. ist doch wumpe, wer für wen da fährt, aber let's go. Ja. Ich, ich habe jetzt die Casey Neistat Playlist übrigens auf Spotify gefunden. Ja? Mhm. Zucker, mhm. oder? Zucker. Zucker. Sag ich doch. Findest du nicht gut? Doch, doch. Ich suche noch so eine, so eine Playlist von Dr. Disrespect, der äh, von seiner Musik. Die finde ich super geil, muss ich sagen. Ein Lied kann ich dir geben. Nee, ich brauche eine Playlist davon. Also falls irgendjemand da draußen, Stay, ich habe bei Stay keine gefunden. Ich weiß, dass er gerade so ähnliche Musik hört. Falls Sie das irgendwo habt, tut mir einen Gefallen. Gebt sie mir. Das wäre geil. Danke. Und du, danke, auch für die andere Playlist. Wusste ich nicht, dass es die da gibt. Heißt sie denn noch so? Wie? Was? Welche heißt die, ich der hat, meine? Steht der Kay, Ja, steht da Casey drin? Äh, warte, ich, 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 ich gebe dir gleich den Link. Also, also privat, versteht sich. Ja. Jetzt hier. Sindwave heißt das? dies habe ich mich doch geirrt. Ja. Ich finde die Muggel find sehr geil, aber ich habe irgendwie nie dran gedacht. Und jetzt gerade habe ich so einen Hebe da drauf. Die heißt Casey Nice Dead Style. Oh, okay, Ja, finde ich dann nachher. Ich habe übrigens eine Playlist gefunden, die heißt Dr. Disrespect. Mit 61 Songs drauf. Okay. Okay. Cool. Ich weiß jetzt nicht, ob da vielleicht einfach jemand das erstellt hat und den Namen gegeben hat oder. Kann sein. Ja. Oh. Oh, wir haben gerade. Ich habe gerade Post gekriegt. Ja. Wenn ich das kurz mal im Stream zeigen darf. Und zwar: so sieht der Automod aus für alle Leute da draußen. Äh. Es tut mir wirklich leid an die Mods, dass wir das gerade durchmachen mussten, aber ich finde das schön, äh, dass wir jetzt die ganzen Dinger rausfiltern können. Weil dann können wir nämlich diese ganzen Sachen, die nerven von, äh, von dieser ganzen Rumspammerei. Oh wow. Können wir rausballern. Ist das, geil. das der eis poseidon stream chat Alter? Was, was ist denn passiert? <lacht> <lacht> geil. Ey, also, Mods wirklich tut mir leid, aber ich finde das cool, weil dann müssen wir später noch weniger machen. Und dann könnt ihr einfach nur noch rausballern, eiskalt. Das ist doch geil. Das ist aber interessant, yeah. das finde ich jetzt auch gut. Das finde ich schön, weil dann können nämlich die ja. ganzen Leute, die sich nicht benehmen können, da, da ist schon mal so eine Barrikade. Und dann mhm. das Ding ist, die Mauer wird immer höher. Und das sieht, also nicht die Mauer, um die da auszugrenzen, aber die Hürde, Scheiße zu schreiben, wird immer höher. Und das finde ich geil. Das finde ich so Kann gut. Ich mach den Automod jetzt auch bei mir an im Stream. Das wird der Breaking Point, das wird sich alles ändern. Schön. Sure. By, by the way, Chatty hat auch Automod-Unterstützung. Ne? Wenn ihr auf, also falls ihr jetzt Streamer seid und Chatty nutzt, ihr könnt oder Mod seid, die Chatty nutzen, ihr könnt auf Extra klicken und Automod. Da könnt ihr euch alles gesammelt angucken und dann mit einem Rechtsklick oder mit A oder D eben Approven oder deny. Oh, Now. wie geil ist das denn? Cool. Das ist ja cool. Das mit der Mauer war ein schlechter Vergleich. Es tut mir leid, Leute. Ich meinte eigentlich die, was äh, bei, bei der Armee, wenn die so rüberklettern müssen. Das war, meinte ich nicht das, was ihr schon wieder denkt, Chat. Oder einige von euch, nicht alle, einige. Sorry. So, wollen wir noch in die Pause gehen? Habt ihr Bock? Brauchen wir eine Pause? Weiß ich weiß nicht. Je nachdem, wie ich, ich weiß ja nicht, ob Phil man eventuell ein bisschen schwitzt oder so und sich ein Pulli ausziehen muss. Tatsächlich ist es super angenehm. Ich habe meine Fenster aufgemacht, vorhin gekippt. In weiser Voraussicht, dass ich diesen Joke vielleicht bringen werde und den Pulli anziehen werde. <laughs> Mir geht's super. Ich bin fresh. Ich bin wach. Macht viel Bock fresh. Exciting. Da, 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 da. Wenn ihr Pause braucht, machen wir Pause. Nee. Ich brauche keine. Ich wüsste nur kurz Pipi, aber weiß ich nicht. Wollen wir... Dann mach halt schnell die Pipi-Pause. Na gut. Also, kurze Leute, kurze pipi pause okay? Ich gehe kurz äh, auf die Toilette. Ihr könnt währenddessen in die Tasten hämmern. Und äh, aufgrund der Tatsache, dass wir ja heute noch mehr Zeit hinten raus haben, könnt ihr äh, noch eure Fragen stellen. Wenn ihr Bock habt äh, und irgendwas äh, wissen wollt, äh, was nicht unbedingt äh, sich darauf beläuft, ob wir Mayo oder Senf essen oder Zucchini oder Gurke, könnt ihr uns das gerne unter Hashtag Plankenschnack schreiben. Oder wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr uns das auch äh, auf dem Twitch-Server im Hashtag Plankenschnack schreiben. Das würde mich sehr freuen. Wir sehen uns in äh, wenigen Sekunden wieder. Bis gleich. Sind wir wieder? Entschuldigung, Leute, es hat einen kleinen Moment länger gedauert. Ich musste noch eben fix meine Katze füttern. Das war wichtig. Nun, meine Damen und Herren, seid ihr zu hören? Hallo, ich was bin da. Okay, okay. Wuhu. Hallo. Wup, wup. Super. Klasse. Es hat keiner Fragen. Mhm. Wow, echt nicht? Nee. <laughs> okay. Äh, ich glaube nicht. Nein, wartet kurz. Ähm, In der Twitch-App war auf jeden Fall eine Frage. Ja, ich sehe gerade. Ähm. Frage. Drei Lieblingsspiele für äh, warte mal für die einsame Insel. Welche würde Philman einpacken und warum? Das ist eine Frage, die nur an mich gerichtet ist. Nur an dich? Das werden Phil Mann, sie oder? aber auch beantworten. Wow, drängel dich nicht vor, Philman ist gerade im Spotlight. Ja. <laughs> er darf auch ruhig. Ich würde auf jeden Fall Witcher 3 mitnehmen. Würde auf jeden Fall Dark Souls 1 mitnehmen. Drittes Spiel weiß ich nicht. Schwierig. Wait ja San Andreas du hast, wahrscheinlich. Du, du, du hast Witcher 3 noch nicht mal so viel Liebe gegeben, wie das Spiel ver verdient, oder? Einen Moment, lass mich da kurz auf Steam gucken. Mehr, Da hat er doch dann mehr Zeit auf der Insel. Ja, ja, eben. Da kann ich, er Witcher Dann kann so ich, viel ich die 100% machen. Ja. Die sollst du auch machen. Also auf jeden Fall Dark Souls 3, äh, Dark Souls, Entschuldigung, Dark Souls 1, ja San Andreas und Witcher 3. Übrigens 149 Stunden Witcher 3 in Steam, just saying. Hm. Wie viel? Wobei ich würde wahrscheinlich eher KSP mitnehmen, statt San Andreas. Ja. Wahrscheinlich eher. Aber wie ich viel hast du in, in Witcher? 149. Echt so viel? Jetzt, jetzt sag halt, wie viel du hast. Ich habe 200, aber ich habe halt wirklich viel gemacht. Ich, ich habe die Platin hab gemacht, ich habe auch über. Ich, ich habe das Spiel privat gespielt, dann habe ich es im Stream schlaflos gemacht und dann habe ich noch die ganzen Addons im Stream gespielt. Achso, du hast es sogar privat schon gespielt. Sogar bis zur Hälfte oder so, ja. Achso, ja gut. Okay. Ich habe sogar zwei Drittel. Aber hat, hab's für Twitch natürlich nochmal gespielt. Klar. Ich muss es auch unbedingt demnächst nochmal spielen, ne? Das Können wir jetzt die Frage Zeit. an euch weitergeben für das Unangenehme, dass nur ich Fragen beantworten ah, Nee, muss. Ich habe hab eine Gegenfrage. Ähm, Dark Souls 1 statt Dark Souls 3 tatsächlich? Ja. Wegen Nostalgie. Cool. Man bringt mir eh nichts, weil auf der Insel kein Strom und kein Computer ist, aber ich hätte es gern dabei. Die Box sieht nice aus. <laughs> ich hab's noch niemals Box. Okay. Super. War nicht kaputt. Jetzt beantwortet ihr bitte die Frage, weil sonst ist es super Ich nehme nichts mit, ich laufe die ganze Zeit nur nackig rum, ich bin auf einer einsamen Insel. Du hast so viel. Du hast so viel. Wie heißt Körperpositivität. Aber hallo. Also ich, wenn ich schlafe. ins Wasser rauf auf die Palme, runter in den Sand. Ich bin da beschäftigt. <laughs> nee, ich, ich möchte das gerne ausführen. Ich schlafe nackt und tatsächlich, sobald ich wach bin, muss ich direkt Kleidung anziehen, weil ich mich ekelhaft in meinem Körper fühle. Ich weiß nicht, ob da jemand sich irgendwie einfühlen oh. kann, aber <laughs> ich könnte nicht nackt auf dieser Insel laufen. Es geht nicht. Warum guckst du jetzt bei mir enttäuscht, wenn sie das Thema aufgemacht hat? Wenn sie davon redet, ist es okay. Ich bin wenn, dafür bekannt. Das nur weil du jetzt von mir nackt hast, ist es nicht mehr okay. Es ist, ist, hey, ich habe hab nichts gesagt. Ich muss mir nur die Augen reiben. Es ist alles gut müde sollen wir noch mal Pause machen nee 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 ist alles gut <laughs> ich habe oh. übrigens 144 Stunden in Witcher 3 by the way kannst ja noch mal fünf nachlegen <laughs> aber ich habe ich habe kein ich habe komplett auf, auf auf hier das Spiel da im Spiel verzichtet das ist das Einzige was ich nicht gemacht habe Grand ich habe kein ich Gwent, Gwent gespielt komplett raus komplett raus ja. Ditto einfach Deswegen. Aber sonst habe ich wirklich alles gemacht. Also, mir fehlen so ein paar Achievements noch, aber passt. Was, ey? Was ist denn mit dir? Filmer, <laughs> du sollst dich mal nicht so anstellen. Auf der Insel gibt es noch keinen Spiegel. <laughs> ich, wenn ich an mir runterblicke, sehe ich viel, aber nicht mehr meinen Penis. Das ist <laughs> das Einzige, was ich dazu sagen werde. Okay, Leute, oh ist Gott. gut. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Sorry, so, wie, wie sieht es jetzt aus? Würdet ihr was mit? Das ist immer so eine komische Sp Frage. Auf einer einsamen Insel, was für Spiele nimmst du damit? Die, die mit der meisten Langzeitmotivation. Ähm, City Skylines? Daddy Valley? Mm, City Skylines? Daddy Valley? Oh, Constructor, wenn es dann diese Woche endlich erscheint. Was ist das? Oder sowas wie Theme Park World oder Team Hospital. Habe ich auch immer gern gespielt. Theme Hospital. Äh, Constructor ist ein uraltes Spiel, was früher auf äh, PlayStation 1 lief, wo du äh, baust und die Mafia hast und, und äh, Bauunternehmer bist und verschiedene äh, Gruppen in deinen Häusern. Du kannst einzelne Zimmer renovieren. und uraltes Spiel und das soll jetzt remastered wiederkommen und ich freue mich da mega drauf. Es wird aber momentan von Monat zu Monat verschoben. Ich hoffe, das ist jetzt dann. Vier äh, Tage steht auf Steam. Ja, das stand vor einem Monat, stand auch sowas schon mal da. Hm. Kein Sichtzeichen. Schade. Ich würde Ocarina of Time für den hier mitnehmen. Ich würde. Das ist ein Geldbeutel? Nein. Was war das? Das ist ein DS. Ach so. Ein DS. Ja. Da würde ich Ocarina of Time, also Zelda, mitnehmen. Ich würde Witcher 3 auf jeden Fall mitnehmen, mitsamt natürlich äh, DLCs. Und ja, Minecraft, ne? Mit allen Modpacks, die es gibt. Woo! Da hätte ich 2000 Stunden Spielzeit. Witcher 3, Wolfenstein, New Order, City Skylines, nächste Frage. Ähm... Bis wohin denkt, äh, oh, das ist eine gute Frage. Bis wohin denkt ihr, äh, geht eure Verantwortung gegenüber euren Zuschauern äh, eurer Meinung nach? Erziehungsinhalte, äh, Drogen sind äh, irgendwie manchmal blöd, Politik. Ähm, bis hin zu, ich muss regelmäßig streamen, das bin ich ihnen schuldig und äh, ich muss sie, in, warte mal, an meinem Privatleben teilhaben lassen. Das ist eine Frage, die am Anfang in eine Richtung geht und dann. Puff! Krass, machen wir doch einfach, wie, was unsere Verantwortung gegenüber den Zuschauern. Okay. Ich möchte jemand das Fundament legen? Ansonsten. Also ich, ich sehe eine Verantwortung. Ich, ich habe letztens noch in einem Stream mir einen meiner aller allerersten aller Streams angeguckt, wo ich diese Verantwortung noch nicht so ganz wahrgenommen habe. Da habe ich zum Beispiel Bier getrunken im Stream. Das war tatsächlich, glaube ich, so vier Tage, nachdem ich. Richtig angefangen habe, halt für einen Monat lang zu streamen, um zu gucken, wo, wo das überhaupt hinführen kann. Ähm, da habe ich mich selbst gehauen für mehr oder weniger äh, durch, durch die Vergangenheit, ne? So durch. Ähm, so Sowas mache ich jetzt nicht. Ich würde auch nicht im, im Stream rauchen oder so. Aber ich bin auch ein bisschen lockerer geworden, was so manche gewisse Themen angeht, weil ich mir gedacht, weil ich mir denke, und das ist quasi meine Erklärung dafür, es gucken mir halt viele erwachsene Leute zu. Mein Kanal ist ab 18, auch wenn natürlich jeder zugucken kann, der äh, möchte. Ähm, und ich mir nicht so quasi erklären möchte, so äh, eure Eltern sind dafür zuständig, was ihr guckt. So, so einfach kann man sich's machen, sollte man finde ich aber nicht. Äh, aber ne, ich rede jetzt nicht über illegales oder so. Ähm, aber jetzt wenn wenn es ist, ich achte halt nicht mehr darauf, wie spät es ist, wenn ich über irgendwie Bier oder mein Lieblingscocktail oder sowas spreche, weil ich bin 31 Jahre alt, ich werde mich da nicht zurücknehmen und die Leute ähm, möchten sich auch gerne darüber unterhalten und Erwachsene gucken auch um 13 Uhr zu und ich werde mir da nicht selber irgendwie so eine Riesenhürde aufstellen oder so eine Riesenschranke, wo ich sage, nein, auf keinen Fall reden wir hier über Alkohol oder so. Äh, ich bin Streamer, der an Erwachsene Leute gerichtet ist und äh, so nehme ich das wahr. Aber, ne, also ich übertreibe es auch nicht. Ich werde jetzt nicht irgendwie über, über ähm, irgendwelche krassen Themen reden. Und Politik ist halt dann so eine andere Sache, aber da reden wir gleich wahrscheinlich erstmal drüber. So. Also, ich rede prinzipiell schon mal nicht mehr über, um, über Themen, wo ich nicht hundertprozentig weiß, von was ich spreche. Darum ist Politik eine Sache, ähm, Womit ich mich einfach, ich, ich lebe jetzt seit neun Jahren nicht mehr in Deutschland. Ich, 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 allgemein, ich habe da einfach viel zu wenig Kenntnis und viel zu wenig Hintergrundwissen, als dass ich äh, da irgendwas nach draußen tragen würde. Darum ist das schon mal was, was bei mir absolut äh, wegfällt. So. Das zu dem Thema Politik. Und zum Thema Verantwortung? Ja, ne? No? Mein Stream, was jetzt kein, also mein Stream ist ab 18 gekennzeichnet, weil mein Content einfach, ja, äh, yeah. ich spiele dieses Yoko Yellow Yello Yoli. Das ist ab, ab sechs Jahren. Aber es gibt selten ein Spiel, was mich so, ich, ich achte zum Beispiel darauf, dass ich nicht eine zu große Kodderschnauze habe im, im Stream. Privat äh, bin ich da schon etwas derber. Ähm, da achte ich drauf, aber es gibt halt nun mal Spiele, die einen so zur Weißglut bringen. Und das ist momentan dieses kleine, dieses dieses niedliche bunte Spiel. Und dann rutscht mir das halt auch mal Sachen raus. Normalerweise achte ich da drauf. Ähm, ich trinke keinen Alkohol. Oh, doch, doch. Ich habe äh, Silvester, habe ich ein Glas Sekt getrunken oder zwei? Ja. Ja, das mache ich zum zu Silvester mit meinem Mann, ein Gläschen Sekt. Aber ansonsten Also ich bin sicher kein Vorbild. Also, ne? ich, klar habe ich so eine Vorbildfunktion, da äh, doch viele Leute zusehen, aber ähm, das ist ein schwieriges Thema, finde ich. Kannst du auch halt super breit fächern. So für mich. Also ich muss sagen, ich habe viel Entwicklung im Stream durchgemacht. Ich habe Dinge, ähnlich wie Slabby, Dinge vor zwei Jahren anders gemacht, wo ich jetzt nachhinein sagen würde, das ist auf jeden Fall nicht cool. Vor allem, was äh, diese ganze Donation-Sache angeht. Ich habe gesehen, dass da Streamer sehr viel Verantwortung haben, weil du ja Geld beziehst von Zuschauern und direkt mhm. darauf Einfluss auch haben kannst, wie viel Geld du beziehst. Und da muss für jeder für sich so ein bisschen seine Linie finden. Und ich sag's, ich erzähle es gerne wieder. Für mich war damals äh, Ask Source so ein bisschen. Der, 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 das Format, das mir die Augen geöffnet hat, das war lang bevor ich da irgendwie mit drin gehangen bin, ich kannte damals Day noch gar nicht als Person, die irgendwie streamt ich habe diese Talkshow gesehen gehabt äh, durch Zufall und da wurde sich darüber unterhalten über Sellout, ich glaube mit Head of Blood und Pete's Meat und das hat mir mhm. als Streamer den Denkanstoß gegeben zu sagen hey, äh, ich kann da auch mal ein bisschen reflektieren und das war ein Prozess, der jetzt immer noch weiterläuft wo ich immer noch überlege, ist das eigentlich cool, was du machst? Das finde ich wichtig, aber ansonsten habe ich da glaube ich auch nicht gar nicht so viel zu erzählen dazu Sie? Mit Reichweite kommt Verantwortung, sage ich nur. Und die mhm. Verantwortung sollte man wahrnehmen. Bin ich der Meinung. Äh, ich meine, man ist kein Erzieher, aber gerade das Internet, was manchmal wie Schwarmintelligenz funktioniert, <laughs> äh, ist es wichtig, Entschuldigung, dass seine Anführer sich dementsprechend verhalten. Und äh, also gerade jetzt was äh, GDA angeht, uh, manchmal passieren da Dinge, die sehr eigenartig sind. Und ähm, also auch wenn bei mir über die Jahre alles ein bisschen locker geworden ist und zum Beispiel so wie heute auch Menschen mal spammen dürfen, ohne den Arsch voll zu kriegen, weil ich gemerkt habe, dass das was Schönes ist und das Spaß macht. Und dass, wenn das kontrolliert im Rahmen ist, ist das gut. Äh, Gebe ich trotzdem. Immer noch, und das merke ich, sehr viel die Werte von meinem Vater weiter, die sehr viel mit Respekt zu tun haben. Und dass man seine Kollerschnauze auch an gewissen Punkten einfach mal äh, zusammenhalten muss. Ja? Also für mich ist es, für mich ist es sehr wichtig und ich habe auch gelernt, damit umzugehen. Also gerade auch was. Ähm, wie soll ich das sagen? Gerade was so, so Politik und sowas angeht. Äh, also ich meine jetzt gerade zum Beispiel ist es wichtiger denn je, dass wir politisch aktiv sind. Zum Beispiel. Und das hätte ich vor einer, vor einer ganzen Weile hätte ich das äh, nicht gemacht. Und äh, es ist einfach so, man muss immer vorsichtiger sein, je größer man wird, was man macht und wie man sich bewegt und weil Leute missinterpretieren das. Und wenn ich mir XY-YouTuber angucke und äh, Menschen sehe, wie sie, äh, wie sie es vorleben und Leute das einfach naiv weitermachen, habe ich sehr viel Angst, sehr viele Fehler im Internet zu machen. Und deswegen haben wir als Menschen der, der Öffentlichkeit sehr viel Verantwortung und auch sehr viel Einfluss darauf, wie sich alle Menschen entwickeln. Und das sei es, doch, äh, sei es drum, ob ich mir einen fetten Benzer kaufe und das feiere wie eine Wildsau und auf einmal alle sich einen Benzer kaufen wollen und das überhaupt weiß ich nicht, ob das unbedingt ein Lebensziel ist oder eine fette Wohnung zu haben oder sonstige Dinge und irgendwie Sneaker oder was weiß der Geier. Und das ist irgendwie nicht so mein Ding. Und ich glaube, das ist auch nicht, sind nicht die Basics, die zum, zum Leben wichtig sind. Und äh, ich denke, dass das da sehr, sehr wichtig ist, äh, Verantwortung zu übernehmen und eventuell Werte weiterzugeben, die wir auch von, von früher haben, die man auch heute noch anwenden kann. Also nicht, das zu sagen, dass früher alles besser war. Absolut nicht. Aber so ein bisschen, ein bisschen, was kann man mitgeben? Und ich glaube, das sehe ich, äh, sehe ich zu wenig. Und deswegen habe ich mir gesagt, hey, äh, ich übernehme dafür volle Verantwortung, was ich da mache. Und so gebe ich mich auch auf den Stream. Das ist mir, mir persönlich, mir, designiert Nils, ist das sehr, sehr wichtig. Verantwortung zu übernehmen. Ja. So. mich noch so ein bisschen schwer, weil also ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, was du meinst, klar, vor allem in der Betracht der Tatsache, dass dieses Jahr noch Bundestagswahl ist. Ich, ich frage mich halt immer so, das, das frage ich mich halt auch, wenn ich äh, gerade jetzt in dem Moment, inwiefern, wir machen Unterhaltung so, inwiefern hat das da seinen Platz? Aber so, wenn man seine Persönlichkeit durchscheinen lässt, dann lässt man wahrscheinlich auch so ein bisschen immer mal wieder politische Gesinnung durchscheinen, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Und ich denke, dass das ja auch schon genug Impuls sein kann, im Dezember, äh, im Dezember sag ich schon, im, im September das Richtige zu machen. Oder zumindest halt wählen zu gehen. Das sollte die Basis sein. Gut. Äh, wie wichtig ist äh, euch der Chat eines Streams im Sinne von Gesprächskultur? <laughs> verstehe die Frage hey, nicht. Mann. <laughs> ich verstehe die Frage nicht. Tatsächlich nicht. Wie wichtig ist euch der Chat eines Streams im Sinne von Gesprächskultur? Das ist wie Ach mit der so. Mathearbeit, wenn du die Aufgabe zweimal liest beim zweiten Mal immer noch nicht verstehst, was die <laughs> Aufgabe von dir möchte. Vielleicht kann könnt ihr die antworten. Frage beantworten, dann ja. steige ich ein. Ich lese den Chat meistens überhaupt nicht, wenn ich in anderen Streams bin. Da ich hauptsächlich äh, wegen des Contents oder des Streamers dort bin ähm, und zu 80% lurke Beteilige ich mich da gar nicht so am Chat und lese auch nicht so Chat, sondern weil ich wegen dem Visuellen da bin und, und was ich höre. Und der Chat, äh, der interessiert mich da so gar nicht. Of, nee, das ist, ne? Ich erinnere mich an den Chat, wo, wo Dizzy am Werken war und dann guckst du so mal kurz rein und so, ja, den mach mal wieder weg und, 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 nö. Also ich, ich beteilige mich so gut wie gar nicht. An, an der Kultur anderer Chats, weil, naja, ich bin die ganze Zeit mit meinem eigenen ne, beschäftigt. Und wenn ich dann Freizeit habe und in anderen Streams schaue, bin ich da nicht so. Dann will ich gucken. Dann will ich hören und beteilige mich eigentlich so gut wie nie am, am Chat. Oder an der Chat-Kultur. Mir ist Chat zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Sehr, Dein sehr Dein eigener sehr. oder woanders? Äh, mein eigener. Ja, yeah, aber es geht ja um... Und der, und der von Stay. Woanders, oder? Ja. Ich lese keinen anderen Chat außer dem von Stay und meinen. Also es ist wirklich bei mir so. Ich bin kein, kein Fanboy, aber ich gucke da jahrelang zu. Da bin ich Mod. Da kennen mich die Leute. Da kann ich einfach schreiben. Da darf ich auch gerne mal ein bisschen über die Stränge schlagen. so. Aber woanders. Ich schreibe ganz, ganz selten woanders. Also wirklich sehr, 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 sehr selten. Für mich ist das auch nicht relevant. Ich gucke meistens im Vollscreen. Äh, Fullscreen. Und äh, aber ich glaube, das ist auch so eine Sache nicht, dass man überdrüssig wird, sondern äh, zumindest habe ich so das Gefühl, ich möchte nicht die die äh, die Aufmerksamkeit irgendwie wegziehen. Und wenn man da reingeht, dann zieht man immer so Aufmerksamkeit weg und das ist irgendwie so, also es hat aber so ein bisschen so einen Fadenbeigeschmack, so, ja, ja es wäre schön, dass er weiß, dass ich da bin und ich würde ihm super gerne Hallo sagen, damit er sich freut, aber die anderen 20, die mir dann, oh nee. Uh. Und ich sag, und, und, und ja. äh, jetzt gerade bei GTA merke ich das, weil ich da sehr viele äh, so, äh, Menschen hoste und auch mit denen äh, zusammen unterwegs bin und gucke. Ähm, und da merkt man das immer so und das hat wirklich einen sehr Fadenbeigeschmack. Aber Chatkultur ist für mich wichtig, ja. Wenn ich äh, so diese Schwarmintelligenz sehe in manchen Chats, da ist mir dann so, oh nee, da habe ich keine Lust drauf. Dafür liebe ich meinen Chat. Ja. Und auch eure Chats. Also ihr habt ja keine keine diese spam-lastigen Meme-Chats, außer vielleicht Filmern, aber da möchte ich auch keinen angreifen, das ist euer Ding so. Äh, aber für mich persönlich ist das nicht. Ich mag das, wenn Leute sich gepflegt unterhalten und nicht so, ey alle, kennst du hier, du Hurensohn, gib mal einen Skin, ja. du Spaß, das <laughs> Du hast meinen Chat doch gesehen. Und dann weiß ich sehr gut Bescheid. Dann, dann sitzt man da und denkt sich so, okay, und das will man sich durchlesen und äh, nee, nee, mm -mm, danke. Was ich, das ist eben dieses Auffallen, ne? Das ist schon so. Mm. Und zweitens ist es, ich möchte in einem fremden Stream nicht mein Ding aufdrücken. Und das gibt's oft. Das habe ich früher gemerkt, wenn ich den Chat gelesen habe, was mich so Ne? Was mich so triggert, ich, oh, ich krieg schon einen nervösen Finger, da würde ich schon fragen, sag, kannst du mir mal ein Schwert geben? Sag, ich will, ne? und, und darum? Das ist dem Sens. Vielleicht haben die eine ganz andere Art, miteinander zu reden. Da ist das, und, und, und dann fängt bei mir schon an, die Augenbraue so zu zucken. so. Ah, mach ich, mach's weg und dann mache ich das einfach zu und genieße den Stream und dann habe ich das gar nicht. Dann so muss ich mich nicht damit auseinandersetzen. Ich glaube, man kann nie ausschalten, Streamer zu sein. Weißt du, du siehst das dann in den Chat und dann schon so. Also, für mich ist Twitch-Chat mein Roleplay. So. Egal in welchem Chat ich bin, ich klima akklimatisiere mich da rein und benehme mich dementsprechend, wie der Chat eben ist. So. Beziehungsweise bei manchen anderen, jetzt zum Beispiel bei, bei, ähm, bei den Bibern, wenn ich da im Chat irgendwie was schreibe, da bin ich meistens irgendwie. Ähm, einfach nur weil ich weiß, dass es Leute ärgert, die da im Chat sind, schreibe ich häufig sehr, sehr, sehr ähm, arrogante Sachen oder sowas. Weil ich weiß, die beiden Jungs verstehen das, die lachen darüber. Und der eine oder andere im Chat ärgert sich irgendwie, einfach nur um ein um bisschen, weißt du? Edgy zu sein. Ja, genau. Ich bin gerne edgy. Du hast zu viel Energie, <laughs> weißt du das? Ja, weiß ich. Mhm. Weiß ich ich brauche eine Freundin. <lacht> 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 ähm, <lacht> Ähm, bei Filmern zum Beispiel werde ich automatisch zum absoluten Schmutzmensch, wenn ich, wenn ich im Chat bin. Ich bin nicht, ich bin nirgends, nirgends so krass schmutzig wie bei dir im Chat tatsächlich. Man merkt das heute gar nicht. Nee. Absolut nicht. Also das nee. ist super seriöser Plankenschnack heute. Ja, natürlich. Der geht gut runter. <laughs> Jetzt frage ich mich, wo ich falsch abgebogen bin, weil ich tatsächlich dachte, eigentlich läuft heute Abend gut. Ja, ja, natürlich, läuft aber sonst gut. läuft das nicht so. Mit nackten Pimmels und äh, was du an deinem Schniedelwurz anguckst, wenn du aus dem Bett rauskommst und so. Und Slabby braucht eine Freundin und Hascht nach Aufmerksamkeit. <laughs> Habt ihr geschlafen die letzten zwei Stunden? Sehr Habt gut. ihr den Plankenschnack nicht mitgekriegt? Ich bin in dieses Thema eingestiegen, als Hosts es aufgemacht haben. Wow, wow, wow. Hey, oh. Du, und ist egal, jetzt. Wir müssen das nicht wieder ausbreiten. Ist schon okay, lass laufen. Wir müssen da, wir sind da neutral, das ist okay. Wir sind eher, ich bin doch gerade ehrlich. Ja, ja. Ja. Ich, ich, ich sag ja, wie, wie ich in, in Wirklichkeit bin und deswegen ist das ernst. Ich kann ja also auch Spaß machen und, und sagen, nö, ich bin, überall im Chat bin ich super lieb. Bin ich ja nicht. Ja, nur mach doch weiter. Oder willst du mir jetzt noch eine Geschichte erzählen? Mein Gott. <laughs> ja, was denn? Ich will auch immer, ich will auch mal stänken. Ich hab oh, heute noch nichts gemacht. Hab ich hier schon einmal auf dich geschossen? Nee, jetzt lass mich. Also, nee. mach weiter. Okay. <laughs> naja, jedenfalls, ja. Und ich meine, ich, ich nehme ich nehm in Kauf, dass manche Leute mich dann halt kacke finden, aber dafür. Das ist, Twitch ist für mich ein Spielplatz. Und das verstehen halt manche nicht. So. Ich bin hier, um Spaß zu haben, zuallererst. Und wenn ich irgendwas schreibe, was vielleicht übermäßig arrogant ist, wenn ich zum Beispiel in, in einen Chat reinschreibe. Äh, Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz. Dann ist das nicht, weil ich das ernsthaft lebe, diesen Satz, sondern es ist einfach, um um Leute quasi zu triggern und Leute lassen sich dann halt triggern auf lustig und schreiben mir dann halt wiederum zurück und es ist ein geben und nehmen, es ist ein Schießen quasi, shooten shooten hin und her und das mag ich. Manche Leute nehmen es dann halt leider zu ernst, so auf Twitter und auf Twitch. Hm. Für mich ist das halt einfach ein einfach ja eben. Und ich weiß, dass du damit halt ein Problem hast, tatsächlich. Aber ich? ich persönlich. Was? Ich? Du? Ja, ja, du. Ja, weil du keinen Grund hast, arrogant zu sein. Ja. Du hast dir leider die falsche Rolle ausgesucht. <laughs> du hast dir, also, Slappy, also, also ich möchte ja nicht jetzt mit dir streiten oder so, aber ja. da hast du dir wirklich leider das Falsche ausgesucht. Wenn du mal was geschissen gekriegt hast, dann kannst du das ja machen. Ist ja nicht so, dass aber du das nicht hast, aber du bist einfach nicht in der Position, diese, die, ja, das zu spielen, doch verstehst doch du? Und deswegen haue ich dir auch immer wieder einen rein, weil du setzt ja. dich hier immer hin. Ja, weißt du, ich bin hier der King. Ach, Und du dann Gott, denkst der Ja, na, so kommt halt drin. Das ist halt Arroganz. Ich bin der King, so stellst du dich hin. Und das ist, ich, ich verstehe das, was du damit machen willst. Aber für mich stehst du halt hier. Ja, ich stand hier, ich bin Slappy-Arte, ich wohne im elften Stock und ich hab hier das Sagen, Brudi. Aber die Nummer läuft hier nicht, weil hier sind wir nämlich alle mal schön geerdet. Deswegen kriegst du von mir auch immer einen auf den Deckel. Ich nehme es an, immer. Aber ganz im Ernst, immer. Macht das aber halt ich so mache Spaß. Schnell. Bei Twitter mach es ich macht ich. mache das macht ja. Spaß. Ja mach doch, lass doch laufen. Aber jeder, jeder, der Common Sense hat, weiß doch ganz genau, dass ich überhaupt. Ich mache ja sogar Selbsthumor. Ich lach über mich selber. So. Ist doch und das völlig ich okay. Ich mach doch nur Spaß, das ist doch gut, ja. weißt du doch. Von daher, ich Schon mal selber so austeilen, <laughs> aber nicht einstecken können. Wer, ich? Ja, Wie? Das, ist, das ist genau das, was du in anderen Chats machst. Das macht sie halt so oft mit dir. Und dann bist du immer gleich... Ni, 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 ni. Nee, wir reden doch jetzt <laughs> gerade in, in <laughs> Ernst, oder nicht? Ich meine, es gibt auch Chats, wo ich sehr, sehr ernst bin. Und, und da halt niemals im Leben darauf kommen würde, zu, rumzutrollen. Also, es gibt alles. Also, jeder hat, ich habe verschiedene Rollen halt, je nachdem. Das hat sich einfach so eingebürgert und das, ich weiß nicht. Also, klar, dass sich manche daran, daran reiben, aber man sollte es halt eben nicht so ernst nehmen, finde ich. Weil wir machen hier halt dauerhaft RP, so gesehen. Ich und dann nicht. lese ich bei, bei Twitter. Ich nicht. Äh, wie meinst du das? B -B Blog. Dann denke ich mir, hm, ja, schade. Du bist ein Provokateur. Ja. Ja manchmal ja also ich dachte ja ich kann mich immer so verhalten wie im Stream überall im Chat und dann ist es der Breaking Point vor einem Jahr gekommen dann bin ich mich bei Disney in den Chat gekommen und habe einen Joke über Drogen gemacht und ich wusste noch nicht dass das dass man das nicht überall machen darf und dann habe ich die Retourkutsche bekommen und habe nämlich richtig schlechtes Gewissen bekommen als ich gemerkt habe oh ich habe da einen verschossen und das war so ich saß für drei Stunden da und dachte so hey Scheiße du hast gerade Du hast gerade geschafft, irgendjemand meinen reinzudrücken, ohne dass du das wolltest. Einfach weil du dumm bist, weil du nicht reflektiert hast. Und seitdem habe ich gemerkt, es gibt Chats, in denen lurk ich einfach nur. Und es gibt Streams da, bei, bei Leuten, wo ich weiß, okay, die verstehen, wie ich ticke. kann. Achso, deswegen machen, schreibst ich du nicht mehr so viel. Ich tut mir <laughs> leid, ich, du hast mich leider aus dem Chat verloren. Es tut mir leid. Ich grüße, ich, ich grüße aber immer die Leute, die meine sub mode trotzdem fleißig posten. Aber ich, ich habe dich euch. trotzdem lieb. HDGDL also bevor ohne Witz jetzt, bevor das wieder irgendwer falsch versteht, ja, das ist bei Slabby und mir ist das Spaß. Das ist außerhalb noch viel schlimmer. Das ist noch viel schlimmer. <laughs> also da sind wir hier fertig sind direkt hier raus. <laughs> ich will hier gar nicht bleiben. Also da geht's, da geht's wirklich mit Kettensägen zu. Ja, das ist Massaker. Also es ist wirklich Spaß. Das ist okay, ich mag Slabby, Slabby mag mich, wir lieben uns, alles gut. Wenn GTA nicht mehr läuft, kommt zu mir zu Minecraft. Wir, wir müssen mal gemeinsam was spielen, die <laughs> Irgendwann mal. Ja? Hm. Minecraft können wir spielen. Hm. Das wäre schön. Da habe ich dich kennengelernt. gerade wieder. Ja, ich weiß. Hm. Ein Traum, sage ich dir. Okay. Sind wir jetzt alle <laughs> wieder entspannt? oder ich Bin möcht entspannt. Möchten wir noch arrogante Witze machen? Wie toll ich wir sind. Ich schreck mich nicht auf. Haben wir jetzt eigentlich hier noch irgendwie... Wie fandet ihr die, das finde ich sehr interessant. Wie fandet ihr die Promo äh, von dem Film äh, bei Stay? Würdet ihr sowas äh, öfters sehen auf Twitch? Was war da? Ähm, wie hieß der Film mit. Äh, Ghost in a Shell. Ghost in a Shell, ja. Da war eine, eine sehr geile Promo mit äh, Overlays und. Sub-Emotes. Äh, Sub-Emotes wurden verändert. Es sah halt so aus, als wenn jemand seinen Stream halt hackt. So. Und das war schon sehr, sehr geil. Und oh, cool. ähm, das Witzige ist, das gab es jetzt auch mit Alien bei irgendwem. Ich glaube, war das bei Lara Loft? Mhm. Ich glaube, bei Lara auch. Und das war mega cool. Also, ich finde, ich finde, dass die Werbung, äh, gerade auf Twitch, so ein, ein gutes Beispiel für Werbung ist. Und äh, ich finde das schön. Also, ich würde mich sehr freuen, wenn da mehr solche Sachen gemacht werden. Also, das ist mega geil. Also, das ist halt nicht so, dass du so einen beschissenen Werbeclip einfach nur hingeklatscht kriegst. Beschissen im Sinne von nicht beschissen produziert, sondern halt einfach nur ein Werbeclip hingeklatscht. Äh, sondern da steckt noch was dahinter und das über mehrere Stunden und das ist äh, sehr, sehr geil. Muss ich sagen, gefällt mir gut. Vor allem, weil der Chat ja auch interaktiv eingebunden wird. Ich hab's nicht mehr ganz im Kopf, ja, ja. bei Stay war das irgendwie so, dass es einen Code gab und mhm. irgendwie haben alle angefangen, diesen Code dann zu spammen. Und das ist halt super gutes Marketing, weil du aktivierst die Leute, die machen mit so, das, ist, ja. das geht rein. Und Tatsache, dass das jetzt zwei, drei Monate her ist und wir das alle noch im Kopf haben. Super, ja. Super. Ich habe auch immer noch die Promo für den Minecraft, ach, den Minecraft-Film, den Warcraft-Film. Äh, mit den Badges? Ja. Ah, ja. War schlimm. Ich habe den Film immer noch nicht gesehen. Ich habe ihn gesehen, aber ich habe keine Ahnung von, von, von Warcraft. Aber ich habe es tatsächlich gesehen, weil ich wissen wollte, wo, worum der Fass geht mit den ganzen Badges. Tatsächlich. Ich weiß nicht, hat noch irgendjemand Alien gehabt? Also Alien 3 war das jetzt. Gab es da noch irgendeinen? Ich Hab nur von Lara gehört, bzw. Also gesehen. Mitbekommen? Vielleicht ähm. Chat, irgendjemand? Ich habe nichts gesehen, nicht mal das bei Lara. Hat Filmer nun eigentlich ein Date? Bei seiner äh, Player uns Battleground -Duo runde am Mittwoch mit den Bibern wurde ja ein Aufruf gestartet, um äh, eine tolerante Single Lady zu finden. Das Problem ist, dass ich eine Fake-E-Mail-Adresse angegeben habe. Ich habe bisher vielleicht Kontaktanfragen bekommen, aber was ich in meinem Privatleben mache, habe ich tatsächlich gelernt, halte ich von Twitch weg. Und ob ich ein Date habe oder nicht, das geht euch gar nichts an. Wow. Und ich habe gedacht, ich kann nicht daten. Dieser Zug ist leider abgefahren. Was? Phil? Hm. Okay. Also die restlichen Fragen, die wir jetzt noch übrig haben, sind so ähm ja, die haben wir alle schon mal beantwortet, würde ich sagen. Was haltet ihr von Windows 10 als Spieleplattform? Ja, das ist so eine Frage. Oh. Ich habe gestern auf Windows 10 hochgeschaltet. Okay. Endlich. Ich bin endlich wieder in der Gegenwart angekommen. Morgen kommt Windows 11 raus wahrscheinlich. <laughs> um und alles ich nur, nur für nicht das Stream Deck, ja. Gibt ja es nein, eins? nicht für Stream Deck. Ich hatte Windows 7, das ist veraltet. So. Ich muss sagen, es wurde Zeit. So. so wie ich damals bei Windows 98 darauf gewartet habe, auf Windows XP und bei Windows XP darauf gewartet habe, auf Windows 7 hochzuschalten, habe ich es diesmal einfach ein bisschen übertrieben und habe halt ein bisschen zu lange auf Windows 10 gewartet. Gibt es nope. eigentlich was, was über den, ein Spiel, das über den Steam Store, äh Steam so, über den Windows Store released wurde, welches nicht irgendwie starke Mangel aufgewiesen hat? Ob es jetzt der restriktierte Multiplayer war, dass du nur mit diesen Leuten dann spielen kannst oder irgendwelche Mikrofone, die einfach mal random eingeschaltet sind im Multiplayer, Grüße gehen raus von Forza, hm. ähm, solche Sachen? Gab es ein Spiel, das über den Windows Store released wurde, das gut war? Quantum Break. Hat funktioniert technisch? Jo, e aber du musst es halt... Das Problem bei Windows Store ist, du musst halt deine Privacy komplett blank ziehen, ne? Keine Ahnung, ob... Äh, ich weiß nicht, Windows 10 ist Windows 10 für mich. Ich habe mir da ehrlich gesagt so noch gar nicht Gedanken drüber gemacht. Ich habe heute eine Runde solitär schon gespielt. Echt? Du brauchst echt eine Freundin, Mann, scheiße. <laughs> ich hab's, früher habe ich's ganz häufig gezockt. Gerne sogar. Die haben jetzt lösbare Solitärspiele drin. Das finde ich krass. Gab's Was wie Daily nicht. Quests? Nee, nee, nicht Daily Quests, aber früher habe ich immer mit, mit einer Karte rauslegen gespielt, weil dieses Dreier habe ich nie geschafft. Weil da immer viel zu viele random Spiele drin waren, die einfach nicht schaffbar waren. Das ist ja das Problem an Solitär. Es ist halt, manchmal legst du die Karten so, dass es nicht machbar ist. Ich habe keine Ahnung, geht's? wie dieses Spiel funktioniert. Ich habe noch nie mal mit dem Solitär gespielt, weil ich vielleicht okay. wieder meine Stream-Person doch halt privates Leben habe. <laughs> wow. Ich mag Minesweeper und Solitär. Und ansonsten hast du ja noch Minecraft. Ja eben. <laughs> okay. Wow. ich. Hey, damit habe ich nichts zu tun, okay? Ähm, wie sieht's aus? Wollen wir den Streamer der Woche äh, hüpfen? Ich glaube, ja. Ich glaube, ich bin der Erste. Ich, ich gehe mal nach, nach hinten. Äh, ich habe zuerst Kappel. Wer war das? Äh, achso, ich. Ich ja. war das. Okay, also. Äh, Kappel Streams. Jawohl. Ich habe ja beim letzten Mal ähm, schon Musikstream vorgeschlagen und äh, habe sehr, sehr häufig Leute, von Leuten gehört, dass denen das sehr gut gefallen hat, die sich bei mir bedankt haben sogar, ähm, dass ich das äh, vorgeschlagen habe. Mm, auf den Stream, A Couple Streams, bin ich tatsächlich von eben dem letzten Vorschlag äh, gehost, hingehostet worden. Aber weil nicht jeder so einen Host mitbekommt, ähm, dachte ich mir, schlage ich das heute nochmal vor. Die sind qualitativ extremst gut. Also, da gucke ich, wenn ich die live erwische, gucke ich da sehr, sehr gerne zu. Das ist ein Pärchen aus Texas, glaube ich, kommen die. Ähm, die sitzen vor ihrem PC und äh, der Mann spielt Bass, die, die Frau spielt Gitarre und singt beziehungsweise er singt auch die zweite Stimme, äh, auch sehr alles sehr, sehr ruhig, ähm, covern halt ruhige Lieder und wenn es mal ein etwas schnelleres Lied ist, was sie covern, covern sie es eben in ruhig äh, kann man sich sehr, sehr gut anhören. Also, wem mein letzter Vorschlag äh, gut gefallen hat, dem wird der auf jeden Fall auch sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, Phil? Ja, ja Phil, Phil, du bist gerade. Oh Gott, ich habe ja. euch einen Pass-Broadcast geschickt. Tut mir leid, Leute. Dann müsst ihr über den pass da hingehen. Oder... Ja, ich suche euch das nachher raus. Das steht dann in der Twitch-App. Oder ihr kriegt es dann auch noch mal bei, bei Twitter. Das Problem ist immer, dass die Leute nicht live sind und irgendwen hosten. Und äh, ich will euch nicht die gehostete Person schicken. Also äh, machen wir nachher ich gleich. Kann den Link, ich habe den Link hier. Ich kann den auch mal eben schnell... Oh ja, bitte. Das wäre cool. Ja. ja gut, dann machen wir das so. Kann noch jemand MK reinhauen? Ja, sicher. Ne? Ich mache das mal. Hau rein, an. Hau rein. Äh, als Streamer, der hier in diesem Format als Streamer des Jahres ausgezeichnet wurde, bin ich mir natürlich der Verantwortung bewusst, eine, was eine solche Nominierung hier äh, mit sich trägt. Und damit ist eigentlich auch das Gemime vorbei, weil ich möchte euch heute MK ans Herz legen. Ihr kennt vielleicht diesen Menschen, wenn ihr euch im deutschsprachigen Hip-Hop ein bisschen bewegt habt die letzten Jahre. Der war beim VBT dabei, hat äh, mit Weekend getourt und ist jetzt mittlerweile ein bisschen ins Twitch-Game eingestiegen. Äh, der macht in letzter Zeit für Battlegrounds mittlerweile auch GTA RP. Und meiner Meinung nach einer der unterschätztesten Streamer. Äh, liegt vielleicht auch daran, dass ich ihn sehr, sehr mag. Er ist mir sehr sympathisch. Das gebe ich offen und gerne zu. Und wir stehen auch in einem freundschaftlichen Verhältnis. Hashtag sponsert. Aber MK äh, ist sehr nice. Manchmal macht er auch ein bisschen Musik im Stream. Äh, baut ein paar Beats. Kann man sich geben. MK, Empfehlung geht raus. Der hat auch ein paar Musikvideos von ihm hochgeladen. Klasse. Ich bin kein Hip-Hop-Mensch. Nie gewesen. Werde ich auch nie sein. Aber das kann man sich tatsächlich sehr gut anhören kann ich empfehlen mal seine Videos sich ähm, die auszuchecken <laughs> äh, Sali, möchtest du oder weil lass erst Slappy. Slappy. Slappy hat schon ich will jetzt oder so? du ähm, möchtest du zuerst ja dann mache ich zuerst ähm, ich habe äh, ich kann den, den Namen gar nicht richtig aussprechen Mohican glaube ich ist das ähm das ist eine, eine sehr junge Dame, mit der ich zusammen äh, GTA-RP spiele. Und sie ist äh, sozusagen eine ja, Assistentin in, in meiner Firma. Und äh, sie ist wirklich eine sehr liebe, liebe Dame und äh, kommt auf den Punkt, wenn es äh, sein muss, und lässt sich da nicht irgendwie ähm, besudeln oder, nee, wie sagt man nicht besudeln, sondern belallen und macht einfach so ihr Ding. Ist mir ziemlich äh, sympathisch und. Ähm, kann ich euch nur empfehlen. Guckt da mal vorbei, wenn ihr da ein bisschen Lust habt und äh, habt Spaß. Ich bin fertig. Frau Grün. So. Soll ich mein Streamer der Woche? Mein Streamer der Woche ist äh, eigentlich nicht mein Streamer der Woche, sondern eigentlich mein Streamer schon immer. Das ist sehr peinlich gerade. Das ist, ähm, ja, es ist ein Mensch. Um, von dem ich mir, seitdem ich ihn kenne, und das ist jetzt doch schon über zweieinhalb Jahre, sehr, sehr viel abgeschaut habe. Menschlich Verhalten im Stream, wo ich mir wirklich viel, 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 eine, eine, eine Vorbildfunktion für mich. Ist wirklich so. Um, der mich oft inspiriert, der mir eine große Hilfe menschlich und, und eine Unterstützung ist. Und ja, den ich unglaublich schätze. Egal, was er macht, er macht es mit Herz. Er hat eine fantastische Community. Und ich bin unglaublich stolz, ein Teil davon zu sein. Stefan ist wirklich toll. Ich mag <laughs> Stefan. Mein Streamer der Woche. Oder besser gesagt, seit fast zweieinhalb Jahren. Ist HC Dizzy. Wow. Das war, das war echt fies, Leute. Ich habe es versucht abzuwenden. Das ging nicht. Danke. Ich Hat, Hat er einen Link? Ich finde das unglaublich toll, mit wie viel Energie <laughs> und Freude du an, an Sachen rangehst. Du bist immer wieder eine Inspiration für mich. Und ich habe mir wirklich sehr viel abgeschaut. Und das gebe ich auch ganz offen zu. Und finde das toll. Danke. Du bist... Ein ganz großer Teil von meinem Herzen. Dankeschön. Ich habe euch auch lieb. Auch wenn das manchmal nicht so aussieht, aber habe ich wirklich... Nicht. Und ich schau dein Roleplay nicht. So. <laughs> das ist wirklich, es hat nichts mit dem Roleplay gerade an sich zu tun, sondern... Du bist ein tolles Vorbild für viele andere Streamer. Danke. Für mich auch. By the way. Dich mag ich auch. Nicht. Wenn ich nicht alles übernehme. <laughs> Müsste ich mal sagen. Uh, Habe ich alles gesagt? Ich weiß nicht, ich ob der gerade live ist, aber ich könnt ihr ja sonst was gucken. <laughs> du Arsch. Dankeschön, Sali. Ja. Da. Hab dich lieb. Ich dir auch. Euch alle. Das ganze Internet. Fertig. So viel positive Gefühle. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Das, das ist normal hier. Du auch, auch noch Herzen liegen. in den Chat. Was ist das denn? Danke, Sally. Wirklich. Ich sage danke. Danke, danke Dizzy. Danke. Ich habe nichts gemacht. Oh. <laughs> da denkst du. Ich mache eine Ex. Naja. Okay. Das verdauen wir jetzt erstmal kurz. Ähm. Ich möchte das kurz nochmal erwähnen, weil äh, das manchmal wahrscheinlich irgendwie missverstanden wird. Leute verstehen den Plankenschnack manchmal nicht so richtig, habe ich das Gefühl in letzter Zeit. Einfach nur, damit ich das kurz mal sage. Ähm, das ist hier dazu da, seine Meinung zu sagen. Und ich weiß, dass manche da draußen nicht mit meiner Meinung konform gehen, mit Slappy, unserem Gast, oder mit Sali. Ist kein Problem. Ist völlig in Ordnung. Jeder muss seine Meinung haben. Aber. Lasst, weil das halt heute ein, zwei Mal vorgekommen ist. Es ist mir egal, ob ihr das gut findet oder nicht. Mir, als Desi. Wenn ihr das nicht gut findet, macht's aus. Ähm, ich mache das hier sehr gerne. Und ich mag Sali, ich mag Sleppy und ich mag unsere Gäste. Filmen ist, äh, ist mir auch sehr ans Herz gewachsen. Deswegen habe ich mich sehr gefreut über die, über die Witze heute. <lacht> <lacht> Memes. Auch wenn es vielleicht manchmal nicht so aussieht. Aber. Äh, weil wir zum, du, übrigens Filmer, du hast äh, das, du weißt, ne, du musst das Schlusswort loswerden heute. Weißt du, ja? Du sagst, okay. Ähm, danke, dass ihr alle da wart, Leute. Danke für die letzten vier Jahre. Ähm, danke Sali für deine netten Worte. Ähm wie immer gibt es euer Zeug, was ihr braucht und konsumieren wollt, ab morgen Abend. Ähm, schaut bei Twitter und Facebook vorbei, wollte ich gerade sagen. Schaut bei Twitter und Twitch vorbei, bei den anderen auch. Auch wenn sie kein gta spielen, aber es gibt auch außerhalb dieser Bubble gibt's noch andere Spiele, die gut sind. Und ähm, ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Und es fühlt sich komisch an, Sali, aber Dankeschön nochmal an dich. Das Wenn ihr bereit seid, dann würde ich die Runde schließen oder möchte sich noch jeder von euch persönlich verabschieden? Ja, sicher. Dann tun sie das. Wie, ich denke, du guckst immer den Plankenschnack. Ich habe die letzten zwei Ausgaben nicht gesehen. Ich, Verzeihung, ja. ich hatte echt das Leben. Das okay, nicht. aber die anderen 40 hast du geguckt und weißt nicht, dass der Gaskatz Ich habe vor zwei Wochen einen Film geguckt und ich könnte dir nicht mehr sagen, was passiert ist. Das liegt einfach daran, <laughs> dass ich sehr beschissenes Gedächtnis <laughs> habe. Ich habe immer so T-Zettel, die funktionieren. <laughs> Echt? Ich habe ich hab vor ich hab zwei Wochen Memento, ein Memento gesehen. Super, es geht in dem Film darum, dass der Typ sein Gedächtnis verloren hat. Ich wüsste nicht mehr, wie er ausgeht. So, er anfängt. <laughs> Aber schön, Filmann. Fängt, fängt an. Filmann, schön, dass du nicht vergessen hast, dass du eingeladen warst heute. <laughs> Haben das andere Leute gemacht? Ach, ach nee, weil ich. Wow, guckst du dich so wow. <laughs> wow. <laughs> ah, wow, Wow! Wow! Wow, okay. Ja, gut. Okay. <laughs> Ich sag Dankeschön für diesen schönen Sonntag heute ja. wieder. Wie immer, es war mir ein Fest Dankeschön, Slabby, dass du da warst. Und dann hättest <laughs> und. Na? <laughs> du bist so eine Flitzpiepe, ey. <laughs> Wieso Sommer? Hat das schon mal wer anders gemacht, oder was? <laughs> oh, ist eh <fällig>, ey. <laughs> also. <laughs> Stark. Jetzt kommt der Pullover richtig zur Geltung. fehmann, schön, dass du äh, nicht vergessen hast, heute da zu sein. Das ist echt äh, schön. Danke, dass du da warst. Danke. Das das, ich meine, das muss man noch mal mit ein bisschen mehr Nachdruck sagen, weil das hat ja richtig Bedeutung bei dir. Danke. Es war mir ein Fest. Okay. Zum Glück hast du es nicht vergessen. Danke, okay. danke, danke. Und er war sogar pünktlich. Ich danke dir. <laughs> Dem Rest wünsche ich noch einen wunderschönen Restsonntag und einen guten Start in die neue Woche. Danke, Philmann, dass du da warst. Kein Problem. Super. Toller Typ. Memento endet übrigens mit dem Anfang, wo klar wird, dass er den Typen, den er am Ende, also am Anfang, erschossen hat, zu Unrecht erschossen hat, weil er eigentlich selbst schuld an seiner Misere ist. Das, Der Film ist 20 gesehen. Jahre alt, aber. Den hat er nicht gesehen, das war ein anderer. <laughs> ich hab den übrigens zum dritten Mal gesehen, just ja. saying. Naja. Also, wer sich jetzt über Spoiler aufregt, 20 Jahre, so, Freunde, ihr seid alt. Wenn ihr <laughs> den noch nicht gesehen habt. Heute Morgen gucken. Ja. Ja, dann genießt ihn, weil der, den Film kann man dreimal sehen, weil er halt jedes Mal eben anders Sinn macht. Jetzt könnt ihr halt ihn zum zweiten Mal gucken. Ähm, auch von mir, danke für fürs äh, dabei sein, äh, Filmern. Mit dir ist immer ein Fest. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen ähm, in diesem in diesem Internet. Ähm, und ähm, ja, was soll ich noch großartig sagen? Ne, es war mir ein Fest, eine Freude, ehrlich zu sein. Ähm, Spaß zu haben, Witze zu erzählen und Memes zu droppen, Denk-Memes vor allen Dingen. Ähm, ich hoffe, dass die Woche gut bei euch wird, bei mir wird sie das. Äh, genießt es und schlaft gut. Dann bleiben mir die letzten Worte in einem Format, das ich sehr gut kenne und immer weiß, wie der Ablauf funktioniert. <laughs> ähm, das war vor ein paar Monaten. Da saß ich abends mit Dizzy im Teamspeak und ich meinte, ey Dizzy, ich muss dich was fragen. Und er hat gesagt, nein, ich lade dich nicht in den Plankenschlag ein. <laughs> Dabei wollte ich eigentlich was ganz anderes fragen. Dann dachte ich schon so, okay, wenn ich irgendwann Boah. mal hier landen sollte, dann habe ich es geschafft. Das ist ein Ritterschlag. Und ey, das Format, in dem ich zum Streamer des Jahres erkoren wurde, äh, heute mal live von innen zu sehen, äh, hat mich sehr... Sehr erfüllt. Ich war tatsächlich die letzten zwei Tage sehr gut gelaunt, weil ich gewusst habe, ich kann mich auf was freuen, was heute Abend stattfindet. Und das war super. Ich bedanke mich, hier eingeladen worden zu sein. Hashtag free Ice poseidon und ich bin raus. Hashtag Eis poseidon hat's hat verdient. Meine ich schon, ja. Dann äh, Ritual. Was ist das Ritual? Tschüss. Auf Tschüss. Wiedersehen. Schlaf Danke, gut, Leute. Ciao.